2 zu Fisch, der tierisch entspannte Betonungs-Podcast. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe von 2 zu Fisch, der tierisch entspannte Podcast von Betonus. Ihr seht's, wir sind wieder im tollen neuen OBS-Layout und hoffentlich, fingers crossed, läuft das heute alles ohne technische Schwierigkeiten. Mir gegenüber sitzt Markus Oedemann. Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Hobbyisten. Ja, auch was sagen darf. Du machst das immer so toll, Nick. Doch. Das ist vor allem immer die gleiche Anmoderation. Also bei mir auf jeden Fall, ja. Bei dir klingt das schon mal etwas anders. Wirklich? Ja. Ja. Na gut, ich lasse das mal so stehen. ja, ihr Lieben. Wir kommen in der März-Ausgabe. Wir schreiben heute den 15.03. Also noch ein bisschen hin, bis der Podcast für euch zu hören sein wird. Vielleicht erstmal kurz ein Wort auch zur letzten Folge und ja, leider dem Umstand, dass das Ganze mal mehr oder minder nur als Audioform zutage kam. Ich hoffe, ich habe den Fehler gelöst. Wir kommen heute allgemein auch ein bisschen drüber, was sich so ändern wird. Ihr seht es am Titel. Ich denke mal, diese Folge trägt den Titel Warum kommen keine Videos-Folge? Oder irgendwas in der Richtung. Es hat jetzt keinen drastischen Grund, aber da kommen wir gleich dazu zu sprechen. Mich nervt doch ein bisschen, dass ich hier nicht in die Kamera gucke, während ich auf den Laptop gucke, aber naja, gut. Du hast immer noch diesen perfekten Ausschnitt hier, Markus. Ich also. Weil ich so perfekt im Licht stehe. Ja. Und die Kamera so perfekt vor mir. Ach, sehr schön. Wir machen gleich Feedback zur Sendung, aber vorab, es gibt leider noch keinen Buzzer. Ich glaube, dafür werde ich wirklich mal so ein Soundboard hier installieren und wirklich einen kleinen Jingle machen. Die Frage aller Fragen, Markus. Wie war die Schicht? So wie zum jeden Podcast. Es war eine tolle Schicht. Also, es war wirklich eine schöne Schicht. Aber du warst heute doch ein bisschen kurz zwischendurch so, ach, du, nee, also, das kann ich sogar sagen. Du hast mir vorhin gesagt, ja, ich könnte es schon zumachen. Das war so eine halbe Stunde vor dem Anschluss. Also, nee, genau, darauf, auf meinen körperlichen Zustand bezogen, könnte ich schon zumachen. Daraufhin war das gemeint. Die Schicht an sich war toll, wir hatten echt viel zu tun, wir hatten ununterbrochen gut zu tun. Mhm. Es war ein sehr schöner Samstag, viele Leute, viele Verkäufe, alles toll. Das zum Geschäftlichen, zum Körperlichen. Naja, ich hätte schon vor 2 Stunden schlafen gehen können. Ja, es ist, ja. Hattest du wieder eine kürzere Nacht? Kurze Nacht, genau. Okay. Ja. Ich war gestern noch bei Lisa Eckhart in der Sparkassenarena bei uns und es ging etwas länger. Dann haben wir noch ein bisschen was getrunken und dann war es ziemlich spät und naja. Ach, hast du sogar mal danach immer ein bisschen Freizeit genossen? Ja, also nicht sehr lange, aber. Das ist für dich schon ungewöhnlich. Also ich glaube, ich bin um 1 ins Bett. So. Okay. Ja, genau. Und dann aber wieder relativ früh raus heute. Ja, naja, gut. Und dann. Wahrscheinlich auch ich habe ja was Neues angefangen, ich mache jetzt Intervallfasten. Seit einer Woche mache ich Intervallfasten und das zehrt tatsächlich auch ganz schön. Also, wenn man es nicht gewohnt ist, gell? Also ich finde, ich verkrafte es besser, wie ich erwartet habe. Ich habe echt gedacht, mich haut es da völlig weg. Du machst es auch zum ersten Mal gerade, ne? Ja. Kannst du vielleicht für Leute, die es jetzt gar nicht kennen, was es genau ist, Intervallfasten kurz sagen, was du machst? Ach so, ja, 16-8, also 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden darf ich essen. So ein bisschen einfach, ja, einfach mal um meinen angehenden Speckgürtel vorzubeugen. Naja, so schlimm ist es ja zum Glück nicht, aber naja, so ein kleines Bäuchle sieht man doch schon. Genau, dem will ich mal ein bisschen entgegenwirken. Und es soll ja auch generell viele positive Eigenschaften haben, dieses Intervallfasten. Das wollte ich jetzt einfach mal probieren. Und ich habe echt gedacht, ich habe da übelst zu tun damit, weil ich bin ja auch so ein kleiner, naja, so eine kleine Fressmaschine. Ich könnte den ganzen Tag essen von früh bis Abend. Und vor allen Dingen Süßigkeiten. Ich bin ja auch so eine kleine Naschkatze. Aber ich muss sagen, ich verkrafte es an sich bisher ganz gut. Also ich habe es mir halt so gemacht, bis 14 Uhr darf ich nichts essen, ab 14 Uhr darf ich essen, bis 20 Uhr circa. So, ne? Weil ich kann es halt gar nicht leiden, wenn ich abends was esse und ich gehe oder nichts esse und gehe hungrig ins Bett. Weil wenn ich hungrig ins Bett gehe, mit knurrendem Magen kann ich nicht schlafen. Es ist ganz komisch, aber es ist so. Ich kann mit knurrendem Magen nicht schlafen. So, deswegen mache ich es lieber so, dass ich später erst am Tag anfange mit Essen, quasi so 14 Uhr rum. Und bis 14 Uhr, ja, also es geht, aber wenn es dann so wirklich Richtung 14 Uhr geht, denke ich so, ey, also wenn ich nicht gleich was esse, dann gehe ich auf Jagd. Genau. Ja, das macht mir körperlich ein kleines bisschen auch. Also es wird besser, sagen wir es mal so. Man gewöhnt sich langsam, der Körper gewöhnt sich dran. Ne? Aber es ist schon, es schlaucht auch ein bisschen. Wie lange wird das jetzt gehen? Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung.
So, mal gucken, wie lange ich es durchhalte, ne? Gibt es da eine Empfehlung, wie lange man das machen sollte? Habe ich ehrlich gesagt gar nicht, weiß ich jetzt nicht. Ich würde es jetzt erstmal 2-3 Wochen auf jeden Fall machen, vielleicht auch länger, mal gucken. Und was ich tatsächlich auch glaube, ich glaube, dass der Zuckereinzug mir sehr fehlt. Also viele denken ja wahrscheinlich, okay, in diesen 8 Stunden, in denen ich essen darf, haue ich mir alles rein, was geht, ne? Aber das ist tatsächlich nicht so. Ich esse deutlich weniger wie vorher, weil klar, wenn die 16 Stunden rum sind, das Erste, was ich mache, ist Essen, weil ich einfach wirklich Knast habe. Aber dann nicht diese Riesenmengen, sondern wirklich ganz normal. Und dann esse ich auch nur ein zweites Mal dann 19, 20 Uhr, sage ich mal. Und aber auch wieder normal. Und ich nehme halt viel, viel weniger Zucker zu mir wie vorher. Und ich glaube, das macht mir meistens zu schaffen, weil ich bin ja wirklich so ein, ne, ich könnte ja von früh bis abend Schokolade essen. Es ist ja einfach so. Aber ich finde es überraschend, dass du das nicht machst dann. Also, dass du da nicht zuerst eine Tafel Schokolade aufmachst, wenn es 14 Uhr ist. Nee, ich versuche das ein bisschen bewusst auch zu meiden. Ne? Ach, ich, ja, wenn man dieses Thema immer mal liest, Zucker und so, was Zucker alles anrichtet, dass Zucker eigentlich ganz, ganz schlimm ist. Und habe ich mich die Tage mal wieder ein bisschen damit beschäftigt. Naja, das regt schon zum Nachdenken an, ne? Ja, und dann versuche ich das halt ein bisschen. Ich kann nicht komplett drauf verzichten. Keine Chance. Also ich habe jetzt auch zwischendurch immer mal ein bisschen Schokolade gegessen. Aber deutlich weniger. Und ich glaube, das macht mir ein bisschen zu schaffen. Gar nicht dieses weniger Essen, sondern ich glaube, mehr dieser Zuckerentzug macht mir zu schaffen. Mal gucken, wie lange es noch dauert, bis ich an dem Punkt bin, wo mich das nicht mehr so stört. Irgendwann wird ja der Punkt kommen, wo sich der Körper dran gewöhnt hat. Aber der kennt ja jetzt momentan nur jeden Abend eine Tafel Schokolade. Sagt er sich jetzt, wo ist die Tafel Schokolade? Ja, wo ist die Schokolade? Naja, genau. Das ist mein körperlichen Zustand, aber ich reiß mich zusammen im Podcast, versuche ich fit zu sein. Ihr habt schon gesehen, während Markus gesprochen hat, dass sich das Bild gewechselt hat. Das war keine Schnittsache, denn das Setup ist greift. Ich kann jetzt quasi, während wir reden, zu Markus und zu mir schalten. Da war ich jetzt quasi alleine sichtbar. Zum Teil warst du alleine sichtbar, ja. Oder auch, ich könnte nochmal das Intro anmachen. 2 Weiße Fisch. Wenn ich wollen würde. ja, sind wir gerade ein bisschen am Hantieren und Machen. Gebt mir auch gerne oder uns gerne Feedback, wie das aussieht, gerade auch dieser Quallenloop, der uns um uns rum ist, ob der zu nervig ist, auch wenn man es auf einem kleinen Bildschirm oder so. Ich weiß halt gar nicht, welche Endgeräte ihr so nutzt, um uns da beim Podcast zu folgen, weil ich denke mal, viele werden es übers Handy machen. Die Frage ist überhaupt, wie viele sehen oder wie viele hören, ne? Das wäre ja auch mal sehr interessant. Von denen von euch, die sich melden bei uns, sind es ja mehr Leute, die es auch gucken, soweit ich es verstanden habe. Es war ja mal die Überlegung, ob wir es ganz auf Audio umstellen, weil es einfach vom Schneiden so viel entspannter wäre. Aber da sind wir jetzt hier dran, dass das ein bisschen entspannter für mich wird, das zu bearbeiten. Aber ich bin auch eher der lieber Podcast schaut. Ja, und es ist, ich verstehe ja auch, dass es nett ist, die Option zu haben. Ja. Also verstehe ich auch. Und der Podcast hier soll so ein bisschen mehr wie eine Art Show halt werden. Und da macht es natürlich auch Sinn, man hat halt wirklich was zum Sehen noch dazu. Gerade sollten doch auch mal Gäste verschiedenster Art hier zugeschaltet werden oder dergleichen. Es gibt noch eine Neuerung, die hat aber heute noch nicht ganz funktioniert. Plus, was auch nicht so ganz funktioniert, ist, Markus ist, glaube ich, ein Tick mit Latenz aufgenommen. So ein ganz kleines bisschen. Da muss ich nochmal in der Postproduktion dann gucken. Das ist mir gerade beim Sprechen von dir aufgefallen. Und zwar, was aber auch nicht geht, leider, was wir vorher noch probiert haben hinzukriegen, ist... Upsala, jetzt geht doch das nicht. So, ist dieser Bildschirm. Ihr seht hier unten noch eine Kamera, für die von euch, die es sehen. Und das wäre die Pauli-Cam. Wir haben noch eine Kamera, also ein Smartphone nochmal hinzugefügt quasi. Kann ich das mal anmachen? Du kannst sie mal anmachen. Mache ich die Pauli-Cam mal an. Bin ich verbunden? Nur Pauli ist nicht da. Pauli steht hinten an der Tür und bellt. Ja, du bist da. Warte mal, lass mal Pauli rein kurz. Ja. Dann schalte ich mal zu mir. Wir hoffen heute auf eine etwas entspanntere Folge. Es ist, wie gesagt, es ist echt nervig, dass ich immer auf meinen Monitor starre, statt zu euch direkt. Ihr habt gehört, da war er. Jetzt schalte ich mal wieder zur Pauli-Cam. Ansicht 3. Und da haben wir ihn. Pauli, sag mal hallo. Ja, nicht wundern, die Pauli-Cam, die spinnt heute rum. Die Pauli-Cam will nicht, die hat irgendwie ganz krasse Latenzprobleme von unserer Netzwerkverbindung, weil alles ja auch dann drahtlos läuft. Sehr schade, aber es
Also in meinem Testlauf war es das noch nicht passiert. Ich habe noch keine Ahnung. Ich werd mich die nächsten Wochen da dran setzen, das auch nochmal zu fixen. Vielleicht kriegt Paul ja nochmal so eine schöne Umrandung wie wir oder so. Oder irgendwie Hundekörbchen da unten drauf oder sowas. Kann ich die Kamera jetzt wegnehmen? Wie du magst, Markus. So, okay, das, gut, dann nehme ich die Kamera jetzt weg. Zack. Und wir schalten wieder zur zweiten Termin an sich. Und ich sehe gerade, Pauli könnte eigentlich mal mit mir zusammen Intervallfasten machen, wenn ich den so von der Seite sehe. Der kriegt auch einen ganz schönen Speckgürtel. Hast du eine Kilozahl zu deinem Hund? 20. Genau 20. Ist für einen Franzosen auch ordentlich. Das ist für die Größe wirklich sehr, sehr ordentlich, Markus. Ja. Oh, ich habe gerade gesehen, wo er gerannt ist. Dann hat er irgendwo ganz schön geschwabbelt an Seiten und am Hals. Ja, Pauli, genau du bist gemeint. Dann guckt er mich schief an von der Seite. Also 20 Kilo ist schon sehr, also für eine französische Bulldog ist schon sehr sportlich, muss man wirklich sagen. Aber ja, gut. Wir gehen jetzt erstmal in die Feedback-Runde, die auch noch keinen Jingle hat. Ach ja. Aber grundsätzlich lasst mich gerne mal wissen, wie das von der Technik so für euch ist und ob so die Ideen, da komme ich später noch drüber zu sprechen, die wir für den Podcast allgemein haben, euch zusagen. Vielleicht als erstes Ding, ohne dass ich jetzt gleich nachgucken muss, weil das weiß ich noch, was hat mich nämlich genervt beim Schneiden von dem Ding, von dem letzten, von der Ausgabe 9? Ich finde, manchmal quatsche ich zu viel über Technik. Ja? weil wir jetzt gleich wieder das dann haben und weil es mich so interessiert und weil halt so viel Vorarbeit dann immer ist, dass ich das auch gerne mit euch teilen möchte. Oder ich mache es auch, bin ich ehrlich, ich mache es deshalb auch, weil ich immer denke, Leute würden es aufregen und deshalb will ich den Wind aus dem Segel nehmen, indem ich es einfach erkläre und sage, hier, leider ist das so und so. Hm. Das ist so ein Tick von mir. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Aber letztes Mal, muss ich zugeben, ging es mir auch so ein bisschen so, dass ich dachte, ja, Nico, jetzt fang nicht schon wieder an hier von dem ganzen Setup und so. Es geht ja um das Gespräch zwischen uns beiden. Ach, wir haben ein Gespräch? Wir haben ein Gespräch, Markus. Ach so. Ist ganz untergegangen hier unter dem ganzen Technikzeug. Demnächst setze ich dir ChatGPT hier hin. Ja, oder generierst du dir ein Thema und dann kannst du bitte mal einen Monolog halten. Genau. Die Kritikfolge, Folge 9, ich mach's mal auf. Kommentare. Ein bisschen doof hier jetzt, habe ich's. Genau, und doch. Antwortet er. Genau, und da war auch Punkt 1 tatsächlich vom Channel Rudolf Seitz, oder vom User Rudolf Seitz. Leute, diesmal war es anstrengend, viel zu lang und ehe auf den Punkt kommt, dauert es eine gefühlte Ewigkeit. Mal im Ernst, würdet ihr euch was anhören, das 3 Stunden dauert und 30% Wissenswertes beinhaltet. Erstmal danke mal für Kritik, weil ich das sonst immer so strange finde. Also ich finde es zwar geil, dass es euch so gefällt und dass ihr auch wirklich sagt, ey, wenn ihr jetzt schon, das klingt böse, aber wenn ihr jetzt schon nichts krass beitragen will, sage ich euch wenigstens, es war geil. Und das ist cool, es gibt auch immer ein gutes Gefühl, aber wenn ich es dann vorlese, vielleicht lese ich das. Es gibt halt diese zwei Lager, ne? Das eine Lager hier, wie Rudolf Seitz, ne? Und dann das Lager, ihr könnt mal noch 5 Stunden weiter labern, ne? Tatsächlich kam auch darauf tatsächlich eine Antwort. Ich finde es auch mal irgendwie lustig, wenn einzelne User untereinander beantworten. Also manchmal hat man schon gesagt, wofür dann ewig nicht wieder dazu kam, wie es halt so ist, zum Gitarre beantworten und ihr euch dann gegenseitig schon helft. Oder, und das habe ich auch schon gesehen, dumm anmacht. Das ist auch, das muss man bitte nicht machen. Also Nein. Da haben wir auch schon Sachen gesehen, das war sehr seltsam. Aber irgendwie cool, wenn das so eine Interaktion auch von den Leuten sind, die den Content gucken, so gegenseitig. Ja. Da hat der Channel Proto Valkyre geantwortet, du, da ist es vielleicht so, dass das nicht der passende Podcast für dich ist. Manchmal kann man ja nicht jeden Zuhörer glücklich machen. Und hat er auch recht. Original-Kommentar gab zurück, mag sein, ja. Und da vielleicht auch der Hinweis oder immer das Gespräch, was so die Idee ist hinter dem Podcast. Wir hatten es ja in den ersten Folgen vor allem viel davon. War grundsätzlich erstmal ein komplett entspannter Zusatzupload, weil wir nur 2 pro Monat schaffen. Und ich immer noch irgendwas suche, was den Workflow so ein bisschen vereinfacht und nochmal Möglichkeit gibt, mehr Content zu produzieren und gleichzeitig auch auf anderen Plattformen stattzufinden, damit Petronus einfach mehr gefunden wird und wir nochmal mehr bespielen. Und da war dieses Podcasting, ist es immer noch, also war relativ neu in der Aquaristik-Terroristik-Welt, aber es hat sich auch gezeigt, muss ich zugeben, dass immer, also zumindest in meinen Augen, immer mehr Podcast-Formate aus dem Boden sprießen, ja, was so das angeht. Und ich ganz glücklich bin, dass wir noch relativ fix die Idee hatten, ja, und vielleicht du damit mit wachsen können und halt irgendwie einen festen Steg, festen Sitz so drin haben. Mhm. Da auch die Idee, das so ein bisschen
interaktiver zu machen und vor allem mit diesem Overlay und so ein bisschen cooler zu gestalten. Süß und Salzig sind ja auch auf Videopodcast mittlerweile gewechselt tatsächlich. Mhm. Ist also da war auch der Wunsch seitens der Zuhörerschaft da. Ja. Ja, Paul holst du schon wieder die nächste Wurzel aus dem Regal, ne? Ja. Vor allen Dingen hat seinen Stock hier drüben liegen, ne? Oh, naja, gut. Genau, aber das Grundprinzip soll halt sollte bisher wirklich sein, Markus und ich setzen uns einmal im Monat hier hin und quatschen einfach mal ganz entspannt. Ich glaube, da kann ich gleich anknüpfen, weil da gab es auch einen Kommentar von euch. Ja, vom gleichen Username, die oder der, ich glaube die. Was cool ist, weil wir hatten noch irgendwo noch einen Kommentar, dass eine Aquarianerin uns hört. Also mit extra angeschrieben Aquarianerin. Und das finde ich halt so geil, weil die Quote halt immer so schlecht war bei Frauen. Wahrscheinlich ist es im Hobby ja eh so, dass es mehr Männer sind. Und deshalb ist es irgendwie cooler, wenn auch, jetzt quasi in Anführungszeichen, die Minderheit der Bevölkerung da auch mit teilhabt. Das finde ich immer richtig geil, wenn alle irgendwie Spaß dran haben. Die dann schreibt, ich freue mich immer auf den Podcast, frei von der Seele weg, ist wie ein Kaffeeklatsch unter Aquarianern. Ja, ist ja aber auch so. Ja. Ne? Also. Und so ein bisschen das sollte es sein. Ja. Wo wir übers Hobby quatschen können, wolltest du kurz schauen oder was? Ja, nee. Ah, kommt schon, alles gut. Kann es nicht so schlimm gewesen sein, hoffe ich. Dass wir halt so ein bisschen einfach bequatschen, euch so mitnehmen, aus dem Sinne der Kulissen, ohne zu viel Planung. Und das Ganze für euch zur Nebenbeibeschäftigung podcastmäßig dabei ist und nur vielleicht auf diese Frage mit, würdet ihr euch was anschauen oder anhören, was 3 Stunden geht und 30% Wissenswertes hat, muss ich tatsächlich gestehen, weil habe ich schon gemacht, ich halte wieder zurück, habe kurz auf mich geschalten, aber da kommt jetzt auf Definitionssachen an, weil wissenswert wäre quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns vergleiche mit dem Sangokai-Podcast, der hat extrem viel Wissenswertes. Das ist geballtes Wissen, das ist eigentlich nur geballtes Wissen. Da ist es ja schon so, dass der Herr Kokott zum Teil damit gestruggelt hat, was können wir noch besprechen, weil sie alles schon gefühlt gemacht hatten und es dann mittlerweile, finde ich, sehr viel mehr ist, dass sie auch einfach ein bisschen mehr quatschen. Das sollte es aber nie sein bei uns. Hatte ja, glaube ich, selber mal überlegt, ob er aufhört mit dem Podcast, ne, weil er nicht mehr weiß, über was er noch reden soll. Genau, es gab da mehrmals, das war ja auch, glaube ich, so ein Corona-Ding, da ist ja auch so ein Podcast-Zeit gewesen, dass das halt ein bisschen mehr floriert hat. Und genau, aber was ich halt sehr oft höre, also ich höre nicht zu viele Podcasts regelmäßig, aber 2 höre ich sehr, sehr oft, aber fast jede Woche. Und das sind beides einfach Laber- und Comedy-Podcasts quasi. Und da passiert auch manchmal einfach nichts. Also die quatschen dann einfach. Aber nichts mit unserer Branche zu tun. Nee, tatsächlich nicht. Okay. Da höre ich nur, und das ist auch länger nicht mehr, habe ich euch hier schon ein paar Mal anklingen lassen, den Sangokai-Podcast. Ab und zu Süß und Salzig habe ich auch reingehört, fand ich auch gut. Und in so Recherchesachen, und man will ja mal ein bisschen überblicken, was so die Mitbewerber machen. Ärgert mich immer, dass mir da so ein bisschen die Zeit dazu fehlt. Ich habe einfach nicht die Zeit, mir Podcasts anzuhören. Ne? Ich würde gerne, aber ich weiß nicht wann. Also, wie lang ist denn dein Arbeitsweg eigentlich? Das habe ich auch noch nie so ganz gefragt. Was? 20 Minuten. 20 Minuten? Ja. So fix bist du? Ja. Krass. 20 Minuten ist mein Arbeitsweg. Ich fahre ja gleich hinten rum hier, dann bin ich ratzfatz zu Hause. Gut, aber theoretisch, hast du in deinem Auto eigentlich irgendeine Möglichkeit? Ja, aber könnte ich machen. Ja klar, könnte ich über Bluetooth verbinden und dann hören. Das würde schon gehen. Ich wäre jetzt 20 Minuten pro Tag, ne? Ja, das stimmt. Und dann könntest du... Aber ich bin dann auch wieder so, ich bin so der Typ, ich muss einen Podcast zu Ende hören, durchhören. Ich kann das jetzt nicht eine Viertelstunde hören, dann nächste Viertelstunde hören. Das mag ich nicht. Ich bin erst so der Typ, ich will das wirklich anfangen zu hören und da bis zum Schluss auch durchhören. Ich hatte ja für dich immer noch die Idee vom... Pakete packen, wo du dir unsicher bist von aber ich glaube, dann wäre ich unkonzentriert. Und dann passieren mir zu viele Fehler. Ansonsten halt so die erste Stunde, die du alleine bist. Ich meine, packst halt meist Pakete, muss man auch dazu sagen. Genau. Bist du gar nicht mehr so auf die unten. 1,5 Stunden eigentlich, bin ich nur oben, jeden früh. Und da kann ich aber, währenddessen ich packe, muss ich mich konzentrieren, dann mache ich Fehler. Ja, das ist auch nicht in der Sache. Ja, dann schwierig. Markus ist ein Mensch, der so wenig Freizeit hat wie du. Das ist wirklich so. Ne? Dann komme ich erst spät abends nach Hause und dann will ich eigentlich auch mal meine Ruhe. Aber, und dann kannst du mir ja sagen, ob das funktioniert. Ich will dich unterbrechen. ich weiß ja, dass du in absehbarer Zeit vermehrte Bauvorhaben hast. Ja. Und da könnte ich mir vorstellen, einfach mal einen Podcast mitlaufen zu lassen. Das stimmt. Wenn du eh weißt, was du machen musst, wenn du nachdenken musst, dann einfach nur tun.
Einfach halt so. Ja, definitiv. Also wenn es irgendwelche Arbeiten sind, keine Ahnung, Malern oder was weiß ich nicht, da auf jeden Fall, keine Frage. Ne? Da kann ich jetzt nicht so viel falsch machen. Oder muss ich mich nicht sehr konzentrieren. Ja. Also wenn ich jetzt aber irgendwelche Ständerwände setze oder irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann ja. Bist du ein musikaffiner Mensch? Nicht zu sehr, ja, magst Musik? Doch, auf jeden Fall. Ja, wirklich? Ja. Gerade bei der Arbeit höre ich gerne Musik, ja. Okay, aber du bist jetzt nicht so, dass du deine 10 absoluten Lieblingskünstler aller Zeiten hast, nee, und da so richtig Sachen verfolgst. Mhm. So, das nee, jetzt gar nicht. So. Nein, überhaupt nicht. Also okay. Mir reicht das, wenn im Hintergrund Musik läuft, ich ein bisschen Musik im Hintergrund habe, das reicht mir. Ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwas. Okay. Ja. Na? Genau. Nö. Ja, ach so, ein bisschen Musik aus alten Zeiten, das war mal ganz toll. So wie heute, weißt du, wo das Radio lief und dann kam hier Love Parade Musik oder so, das war geil. Scooter. Oder dann kam Scooter mit Hyper. Das habe ich ja total gefeiert. Manchmal, weiß ich, wir hatten es glaube ich schon mal erzählt, muss manchmal wirklich unser Kassenradio leiser machen bei Gesprächen an der Kasse. Ich weiß nicht warum, immer wieder irgendwelche Decknummer kommt. Ja. Und muss ich auch sagen, ist nicht so ganz meins. Wir hatten, glaube ich, mal in irgendeinem Video hatten wir mal einen Kommentar, dass mein Musikgeschmack gut ist, was ich ziemlich cool fand. Da hatte ich, glaube ich, ein Kurt Amaro-Shirt an, also eine, ich weiß gar nicht, deren Genre. Irgendwas Hartes, das ist so Screamo. Das kenne ich nicht. Mathcore, also mathematisch bedingter Chormusik. Okay, na, das ist wieder nicht so meins. Aber ja. Laute Gitarrenmusik mit Geschrei. Also ich höre auch andere Sachen, ich höre auch Rap und so ein Kram, aber das ist so mal mein Background, so ein bisschen, warum ich angefangen habe, irgendwie aktiv Musik zu hören, auf Konzerte zu gehen, ist schon so laute Gitarrenmusik mit möglichst brutalen Vocals. In den Podcast zurückzukommen, das ist so ein bisschen halt unser Ding, und wie gesagt, das mit den 30%, mache ich halt schon, also so ein bisschen was auch gedacht, weil uns eben die Zeit fehlt, jetzt ein krasses, oder anders, wenn wir oder ich in der Vorbereitung die Zeit hätten, ein gutes Konzept auszuarbeiten für diesen Podcast, um wirklich irgendein Thema krass zu beleuchten, würde ich es wahrscheinlich als YouTube-Video machen und nicht in dem Podcast. Ja, das stimmt. Ja, also genau. Wahrscheinlich würde ich es dann eher so verwursten. Und das hier soll eher so ein bisschen, ja, wir quatschen mal mit uns so. Mhm. Ja, übrigens habe ich das Gefühl gehabt, weil ich jetzt auch urlaubsbedingt und so ein bisschen Zeit verplant bei Betonus weniger hier war in den letzten Wochen. Wir haben selten länger gequatscht. Ja, gut, du hast Urlaub. Ja. Du hast eine Woche Urlaub, ne? Und dann aber auch so während den Schichten, sonst hat man immer mal Zeit und hat mal irgendein Aquaristik-Thema, wo man mal wirklich, sei es 20 Minuten, aber wirklich ein stimmt. Thema durchquatscht. Ja. Keine Ahnung. Guck mal. Das hatten wir die letzten Wochen eigentlich selten. Ja. Genau. Letztens zum Beispiel, da komme ich auf Arbeit und was machen wir den ersten halben Stunde? Wir richten die Gieselmann-Lampe ein. Ja. Und sind gleich beide so wie hier, guck mal, das geht nicht und sowas. Und dann sind wir beide am Laptop und gucken und sowas. Klar, reden wir miteinander, aber ist jetzt wenig so, dass wir gucken, und was hast du für ein Video mal so gesehen? Oder wie läuft doch sowas. Wir hatten ein bisschen, wenig Zeit für Smalltalk, da gebe ich dir recht, genau, weil entweder waren gleich wieder ein Haufen Leute da oder wir waren dann irgendwas dran und das stimmt. Ja. Das ist schön, dass wir da haben, wenigstens einen Podcast, da können wir uns auch nochmal verwursten für Content. tut uns leid, wenn ihr mehr so Aquaristik-Wissens-Podcasts da Bock drauf habt. Ich kann aus meiner Sicht nur den Sangokai-Podcast dafür empfehlen. Vielleicht finde ich ja nochmal hier und da für die Meerwasserleute. Muss man auch dazu sagen, für die Meerwasserleute. Na? Ganz klar. Vielleicht finde ich aber nochmal mehr, was ich vielleicht hier und da mal auch empfehlen könnte. Oder ist natürlich auch nochmal eine Überlegung, dass wir vielleicht andere Podcasts anschreiben und gucken, ob wir darüber einen Crossover machen könnten und mit denen mal eine Folge machen könnten oder dergleichen. Um zu schauen, finden wir noch jemanden, der wirklich stark auf eine informative Schiene geht. Muss ja nicht mal wissenschaftlich sein oder wie in dem Kommentar wissenswert eben, ne? Nicht nur wissenschaftlich, wissenswert oder interessant. Entschuldigung, muss ich mal ein bisschen aufstoßen. Das ist die Cola. So, was haben wir noch? Vom Bernd, einfach herrlich, ihr beiden. Ich feiere euch so, letzten Endes einer der besten Podcasts. Es klingt, als hätte ich das gerade erfunden, aber macht einfach weiter so. Ja, vielen Dank. Machen wir. Wir labern einfach weiter. Dürfen auch nicht fehlen. Und genauso vom lieben Tim wieder. Fast die 3 Stunden geschafft. Ich könnte euch stundenlang zuhören. Vielen, vielen Dank. Danke. Auf 3 Stunden will ich es mal nicht mehr so sehr strecken. Ich hoffe mal auf so 2. Ich habe schon wieder vergessen, den Timer anzumachen. Es gab auch noch eine... Ich funk mal zwischendurch. Kannst du die Pauli-Cam anmachen? Weil der Pauli versucht jetzt gerade... Jetzt kommen die Kois nämlich langsam wieder hoch. Und jetzt Pauli-Cam ist an. Genau, das ist natürlich ein bisschen blöd für alle von euch, die das Ganze jetzt nur als Audio-Podcast genießen.
Solltet ihr Interesse haben, das auf anderen Plattformen sehen zu wollen, auf YouTube gibt es ganz normal quasi ein Upload, ein Video vom Podcast zu finden, für den Fall der Fälle, dass ihr vielleicht irgendwas nochmal nachschauen wollt, was wir eher gezeigt statt erzählt haben. Solltet ihr es auf Apple Music oder Prime Music heißt, glaube ich, oder Apple Podcasts sehen, dann könnt ihr das auch nochmal nachholen bei den anderen Plattformen. Genau, es gab noch einen Kommentar. Na? Wo ist mein Browser hin? Da. Und zwar bei Spotify direkt. Das dauert mir jetzt zu lange. Tut mir leid. Du hast geschrieben, gib mir eine Sekunde. Doch, es geht ja relativ schnell. Und zwar ging es da einfach nur um das schon wieder passierte unterwegs hören unseres Podcasts auf der Fahrt nach Amsterdam, wenn ich mich richtig erinnere, weil es lädt gerade doch relativ. Das war eine schöne Reiseroute. Genau, aber da ist wieder passiert. Und ja, liebe Grüße an alle Menschen, die uns jetzt gerade während einer kürzeren oder längeren Autofahrt genießen. Und natürlich wie immer auch liebe Grüße an alle unfreiwillig Mithörenden. Die sich notgedrungen mit reinziehen müssen. Genau. Tut mir leid, dass ihr hier seid, aber ich freue mich trotzdem ebenfalls, dass ihr hier seid. Und vielleicht könnt ihr dem Ganzen doch ein bisschen was abgewinnen. Fühlt euch mit angesprochen. Das nächste Ding hier zur Technik wieder, ne? Da haben wir es wieder. Ich habe mir auch ein bisschen Sorgen, weil mein Laptop lädt nicht, beziehungsweise nur zu langsam. Der verliert eher gerade Akkuleistung, weil das ganze System jetzt zu viel zieht. Das macht mir auch noch ein bisschen Sorgen. Wirklich, ich könnte mich da auch einen ganzen Tag drüber aufregen, aber Apple, kriegt euer verdammtes Anschlussding in den Griff. Ich kann ja auch ein bisschen Helligkeit runter machen. Ich habe nur zwei Anschlüsse an diesem MacBook. Ne? Die Nachfolgegeneration hat wieder ein paar mehr. Die hat sogar ein SD-Kartenlesegerät. Naja. Ja, stimmt, die hat ein SD-Kartenlesegerät und die hat auch einen MagSafe-Anschluss, der nur fürs Laden da ist. Dann hätte ich das Problem nicht mal. Dann wäre es jetzt egal. Da könnte ich es laden und gleichzeitig... Aber du weißt, was das heißt, ne? Dass mir mein Chef vielleicht ein bisschen mehr Geld auszahlen sollte, damit ich mir nochmal einen neuen... Ja, oder wie wär's mit einem Arbeitsrechner? Eine Option auf jeden Fall. Ich denke, ein Arbeitsrechner könnte schon sein. Ja, wir arbeiten dran. Vielleicht mit ein paar... Wenn unsere Spenden Videos noch häufiger geklickt werden, dass mehr Geld reinkommt, dann können wir auch viel schneller uns neue Geräte anschaffen. Ja. Genau. Und wir haben, stimmt, zwei Zusendungen... Können wir noch erwähnen, beziehungsweise theoretisch sogar drei. Ich bin mir gerade unsicher. Jetzt herrlich, der Paul bellt die Fische an. Aber warum? Also sieht komplett doof aus. Tut mir leid, Paul. Nein. Also, weil er halt auch keine Rückmeldung kommt. Ja, ich verstehe es auch nicht, Paul. Tja. Na. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gehört habt mit dem der Voice-Isolation von dem Mikrofon. Oh ja, er steht vor der Tür und bellt in den Teich. Und zwar kamen noch zwei Zusendungen von euch, von uns bekannten Menschen. Bei dem einen bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe stark davon aus, dass es genau du bist. Und zwar, ich grüße euch zurück, ihr seid meine absolute Entspannung am Morgen. Und Manni, liebe Grüße Ach, zurück. Ach, Manni, hello. Stimmt, ja. Also, ich muss einfach davon ausgehen, dass es exakt das der Manni ist. Das wird der Manuel sein, ja. Wir hatten ja mal telefoniert und da hat er ja erwähnt, dass er unsere Videos schaut und einen Podcast auch guckt. Hat er auch erwähnt, Podcast? Weil ich dachte, er hat nur Videos erwähnt. Da war ich überrascht, weil ich rechne nicht mit jedem YouTube-Zuschauer, Zuschauerin, ja, dass die auch Podcast. Aber ich denke mal, wenn er die Videos schaut, dann wird er auch Podcast hören oder schauen. Du? Ja, ich denke schon. Es ist schon was weniger geklickt ist bei uns. Also, es ist schon so, dass wir sind, ich sag ja mal, wir sind hier. Aber schön, freut mich wirklich, ja. Also stell dir vor, jetzt gerade, jetzt, es ist immer so geil, wenn Leute, ich stelle mir das vor, wenn Leute das dann hören, während wir direkt über sie sprechen. Jetzt gerade ist Manni ist jetzt hier, macht einen Frühstückstisch, so, ich weiß nicht, was er, ein Brötchen, schön, vielleicht, ich weiß nicht, ob Manni Fan von Frühstücksei ist, so, ein Kaffee ist aufgesetzt und jetzt redet hier der Nico gerade über Manni, direkt in seinem Lieblingspodcast. Ja, fetzt doch, oder? Wenn über einen gesprochen wird, ist doch toll. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und das Zweite... Ja, ein Schluck auf uns. Ein Schluck Kaffee auf uns, Mann. Euch zurück. Möchtest du Paul wieder reinlassen? Ja. So, und ist auch ein bisschen wie eine Katze, wirklich. Und die letzte Zusendung, die ich besprechen wollen würde, muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich die hier aufrufen kann, weil du hast es mir zumindest abfotografiert. Er handelt sich um eine Mail.
Wir haben eine zweite Mail bekommen. Von der Isa? Ja. Ja. Hallo Isa, falls du uns siehst. Ich weiß nicht, ob du uns siehst oder ob du uns hörst. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hast du schon mal mit ihr darüber gesprochen? Oder wir sagen erstmal, das ist noch nicht Betonungskanon hier quasi. Das wissen die Leute noch nicht so richtig, glaube ich, wer denn die liebe Isa ist. Die liebe Isa hat ganz, ganz, ganz viele Jahre bei uns gearbeitet und hat sich aber dann vor, naja gut, wo ich das übernommen habe hier, 6, 7 Jahren, ne? 2017? Ich schalte mal 17 auf jeden Fall. In der Zeit. Suche ich hier mal kurz. Ja, wie gesagt, 2017, wo ich das dann übernommen habe, hat die Isa sich in dem Abendshut aber dann selbstständig gemacht. Ne? Und hat aber vorher ganz, 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 ganz viele Jahre bei uns gearbeitet. Ist eine ganz, ganz Liebe. Und ja, und hat die Tage halt eine Mail geschrieben, dass er halt unsere Podcasts hört. Und da kommen so alte Erinnerungen hoch, hat sie halt geschrieben, ne? Dass sie da... Und das finde sie ganz toll. Und ja, und ich war die Tage mal, nachdem wir die Mail bekommen haben, ich glaube 2 Tage später war ich bei ihr, weil ich musste... Die Isabel hat sich selbstständig gemacht mit einem Barfers-Geschäft, also quasi einem Laden, wo Hundefutter und Zubehör verkauft wird. Ich finde es wahnsinnig gut übrigens, dass du instant erklärt hast, was Barfen ist. Ach so, ja. Das ist immer wichtig für einen Podcast, aber ich fand es einfach gerade so. Ja, ja. Ne? Ich bin so, ach, Max, perfekt. Also hier kein Fertigfutter aus der Dose oder Trockenfutter, sondern wirklich Barfen ist ja, wenn du deinen Hund quasi mit frischem Fleisch und Gemüse und, ne, wenn das alles so zusammengemixt ist. Und naja, genau. Und die Isa macht für mich immer das Futter für den Pauli. Also nicht für mich, sondern für den Pauli. Ich hol's nur. Weil Paul holt's nicht selber, der ist ganz schön faul. Das wär, ich glaube, Paul könnte es doch nicht in den Laden reinlassen. Nee, das würde sagen, okay. Das Futter würde auch nie hier ankommen. Der hätte die 10 Kilo auf dem Weg schon weggefressen. Genau. Ja, und die Isa hat nichts für mich gehabt, Markus. Nee. Ja. Müssen wir nochmal hin. Genau. Er kann zwar nicht mehr laufen, weil der Bauch auf dem Boden schleift. Die Isa hat mir gar kein Futter gegeben. Weißt du, man denkt, Paul ist hier schon im Himmel, dass er bei dir im Laden sein kann, wenn überall irgendwelche tollen Stöcke oder sowas hier rumliegen, die er am liebsten, das darf natürlich nicht, aber am liebsten alle haben wollen würde. Aber ich glaube, bei Isa wäre nochmal, das wäre eine Stufe drüber. Oh ja, ich glaube, das wäre eine Stufe drüber, ja. Ich glaube, der wäre völlig überfordert in dem Laden. Da wüsste gar nicht, wo er anfangen sollte. Die ganzen Gerüche auf. Ja, eben. Das ist ja komplett, ich hatte ihn ja noch nie mit dort. Weiß ich nicht, ob ich das mache. Keine Ahnung. Ja, ich denke aber davon aus, es ist auch so ein Laden, wo man sehr regelmäßig auch mal andere Hunde trifft. Ich weiß nicht, wie viele von euch oder von den Leuten von Isa dann mit ihrem Hund in ein Hundefuttergeschäft gehen würden, weil es, wie wir gerade erzählt haben, es könnte ja auch ein bisschen stressig für den Hund sein, von der Überforderung. Kann ich nicht, ja. Aber ich gehe auch schon davon aus, dass es ein Laden, wo man sehr wahrscheinlich andere Hunde trifft. Isa hat auch Hunde, ne? Ja. Ja, Isa hat, nö. Nee, Isa hatte Isa nicht Hunde? Hatte. Oh, ach, okay. Jetzt nicht mehr, okay. Aber hatte, ja. Ah, okay. Ja, genau, hatte. Ja, aber auf jeden Fall habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich hatte nicht gedacht, dass ihr so einen Podcast hört. Also das, da war ich ja überrascht. Ich habe die Mail jetzt auch quasi hier vor mir. Ja. Können ja mal reingucken. Dann lest doch mal vor. Ja. So, kurz davor habe ich jetzt erst gesehen, deine, also für alle, die uns auch mal eine Mail schreiben sollten oder schreiben wollen würden, sollte es nur Text sein oder auch mal vielleicht mit einem Bild, was ihr uns zukommen lassen wollt, einem Video, einem Link oder einer Voicemail für den Podcast selbst, ist die aktuelle Mail immer noch info@betonus.de. An selbige ging auch diese Mail und hier oben steht Postbox vermutet Werbung hinter dieser Nachricht. Habe ich vorher gar nicht gesehen, fand ich ja richtig geil. Gut, aber da kommen wir mal zu Isas Mail. Hallo ihr Lieben, Isa hier. Ich höre sehr gern euren Podcast, allerdings hänge ich immer hinterher. Da ich auch nur wenig Zeit habe und meistens mehrere Tage brauche, bis ich dann mal eine Folge fertig gehört habe. Aber ich mag's. Ist ja auch so ein bisschen unser Ding, dass wir nicht jede Woche, dafür halt einmal ganz lang. Die letzte Folge, die ich gehört habe, war die Alfa Romeo Folge und in dieser wurde ich ja kurz erwähnt. Es war wirklich toll, mal an die guten alten Zeiten zu denken und mir sind viele lustige Sachen wieder eingefallen. Apropos, und Isa, da kurz von mir Zwischeneinwurf, vielen Dank, weil Markus so viele Sachen erlebt und sich nicht alles merken kann. Ich liebe diese Geschichten, weil es so viele verrückte Markus-Geschichten gibt. Das ist richtig geil. Dankeschön. Und auch du hast jetzt wieder, also du hast jetzt auch gleich ein paar für uns hier vorbereitet. Markus wurde übrigens sehr wohl mal vor einem Varan gebissen. Es war ein kleiner Timor-Varan und der hat ordentlich beim Auspacken zugezwickt. In die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger. Da mussten wir mit einem Stift zwischen Haut und Kiefer popeln und ein bisschen hebeln, damit der kleine Kerl wieder losgelassen hat. Ich weiß übrigens auch nicht mehr genau, wann wir darüber, also anscheinend in der Alfa Romeo-Folge, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber wann wir darüber gesprochen haben, ob du schon mal von einem Varan gebissen wurdest. Ich gehe davon aus, es war eine Frage von mir. Aber ich finde es auch geil, dass du da
safe gesagt hast, nö, das auch nicht. Und es ist auch passiert. Also das wusste ich auch tatsächlich nicht mehr. Also genau wie die nächste Geschichte, was er geschrieben hat, auch das ist noch viel besser. Das wusste ich auch nicht mehr. Also das ist noch viel besser, weil sie hat hier deine Reaktion nicht. Du kannst dich auch bisher nicht dran erinnern? Nee, tatsächlich. Okay. Ich weiß nicht. Kannst du dich an die nächste Geschichte erinnern? Gestrichen. Kannst du dich an die nächste Geschichte erinnern, die kommt? Die Spinnengeschichte meinst du jetzt? Ja. Nee, das meine ich ja. Die Spinnengeschichte kann ich mich hier auch nicht. Auch nicht. Wo war ich? Hier. Oder was auch sehr lustig war, als wir ein paar neue Vogelspinnen bekommen haben und Markus eine Packung aufmacht, um zu gucken, ob da alles in Ordnung ist. Was ich übrigens auch schon mal gesehen habe, wie du das machst, was total geil ist, weil du bist der entspannteste Mensch der Vogelspinnen. Also vor allem, du bist nicht mehr Vogelspinnen-Fan. Isa, ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass ich ständig reinlabere in deine Mail. Aber Markus ist der entspannteste Mensch, was Spinnen angeht. Wenn der die Box in die Hand bekommt, der macht die sofort auf. Es ist scheißegal, welche Art fast so. Die könnte fast schon zum Bombardieren sich umdrehen. Und Markus würde kurz vorab erst merken, ach so, die macht gerade, nee, dann mach ich mal wieder zu. Aber nee, also ich würde schon gerne wissen, was drin ist für eine Art. Also jede Art würde ich jetzt nicht so entspannt aufmachen. Aber ich habe dich schon da beim Händler. Händler ist da und es geht um welche Arten nimmst du mit? Ja. Und er sagt nur kurz den Artnamen und sobald er den sagt, rupst du die Packung auf. Ja, wenn ich weiß, dass mir nicht gefährlich werden kann, dann ist es okay. Dann gehe ich dem nach. Und so was auch hier. Und Markus eine Packung aufmacht, um zu gucken, ob da alles in Ordnung ist, kommt eine ziemlich große Spille rausgerannt. Richtig gerannt. Und über Markus' Arm in seinen Ärmel und ins T-Shirt rein. Ich war übelst erschrocken und Markus stand einfach nur völlig gelassen da und meinte, ja, Isa, die sitzt jetzt auf meinem Rücken, die musste da mal... Du musst die mal rausholen. Ach ja, schön war's. Ich höre euch auf jeden Fall sehr gerne. Macht weiter so. Ganz liebe Grüße, Isabel. Ja, ja. Also wie gesagt, ich kann mich da wirklich nicht mehr dran erinnern. Es ist zu lange her. Aber sowas passiert des Öfteren tatsächlich. Da bleibe ich auch relativ entspannt, weil ich habe da keine Berührungsängste oder keine Angst oder das stört mich nicht sowas. Ah, nee, aber ey, tausend Dank, Isa, für diese Geschichten. wir überlegen auch, wir können es ja hier mal machen, sorry, bis du es nachgeschafft hast vom Hören, ob wir dich mal einladen wollen. So, inoffiziell habe ich es jetzt gerade schon damit gemacht, ob du mal mit uns hier quatschen willst, wie es so war bei... Bisschen über alte Zeiten, genau, ja. Bei AquaRapT World zu arbeiten, beziehungsweise jetzt eben Pitonus. Und natürlich auch, wenn du zu uns kommst, ein bisschen über den Barforshop. Weil es geht ja auch um alles Mögliche hier so ein bisschen und um die Zoofachhandelsbranche natürlich auch genauso und dazu gehörst du nun mal auch. Deshalb da auch ein bisschen Werbung und ein bisschen über dein Geschäft quatschen bei uns. Sehr, sehr gerne. Hätte ich auch Bock drauf, mal zu wissen, wie da so die Herausforderungen sind oder was da so der Alltag ist. Ich glaube, das ist auch ganz spannend für die ein oder andere. Und ich denke, wir haben viele, viele Hundebesitzer. Also ich denke, das wird auch viele interessieren. Ne? Ja. Also ist ja oft so, dass Leute, die Aquarien haben, auch dann Hunde haben ne? Oder Katzen, je nachdem. Gibt es Barfen für Katzen auch? Ich weiß alles gesagt. Jetzt sammelst du mal Fragen. Das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass wir Katzenbesitzer haben, die bei uns gefrorene Mäuse kaufen. Zum Verfüttern. Ah, okay. Ja, na? Doch. Da klingelt es, ja. Das weiß ich. Direktes Barfen. Aber eigentlich ist es gar nicht so doof, glaube ich. Weil nee, das ist natürlich, also was Isabel auch noch macht. Also hast du ja kurz anklingen lassen, dass sie Futter für dich, für Pauli vorbereitet. Um jetzt, machen wir jetzt, wenn du schon die coole Mail geschrieben hast, Isa, machen wir mal ein bisschen Werbung. Ich pack's mal in die Shownotes rein. Warum nicht? Ist eigentlich egal. Also dieser Podcast enthält übrigens keine bezahlte Werbung. An der Stelle nur, um da aus dem Weg zu gehen. Ja. Aber Isa stellt auch Futter speziell an die Bedürfnisse der jeweiligen Hunderasse oder des Ernährungszustands der Hunde ein. Vielleicht muss Isa ist zugelassene Ernährungsberaterin für Hunde. Hat okay, ja da inzwischen Zertifizat gemacht, ja. Habe ich es richtig gesagt? Ja, Zertifikat. Zertifikat, genau. Entschuldigung. Der Zuckerentzug macht mir wirklich zu schaffen. Ich kann dir etwas Cola geben, wenn du magst. Na, dann, ich komme drauf zurück. Ja, und nee, macht sie wirklich toll. Also sie kann wirklich individuell auf jeden Hund maßgeschneidert eine Futter zusammenstellen, sozusagen. Also das ist echt cool. Also der Damenraum, je nach Man sieht es bei mir, seitdem wird der Paul immer dicker. Ich wollte den Witz noch machen, dass Isabel, ich glaube, du musst noch mal drüber schauen über den Ernährungsplan, weil irgendwas stimmt da nicht. Also ich glaube, das war nicht so geplant. Muss ich die Isa gleich in Schutz nehmen. Sie kann nichts dafür, das liegt an den Leckerlis, die neben den ganzen Tag nebenbei zugegeben werden. Aha. Ne? Das Futter ist es nicht, das sind die Leckerlis. Aha. Und am schlimmsten ist es, wenn Polly bei der Oma ist. Weil dann okay, ja. Dann kriege ich den Kugelrund zurück.
Das erklärt auch, wie sehr er seine Oma. Ja. Ich finde es manchmal weird, wenn man über Hunde mit wie Familienmitglieder reden, auch wenn sie es sind, aber ich fühle mir gerade auf. Aber wenn er bei seiner Oma ist, wie sehr er seine Oma liebt. Weil ich habe das auch schon gesehen, das ist krass. Also da, ganz, ganz schlimm, ja, ja. Sobald er auch nur merkt, dass wir Richtung zu meiner Mutter fahren, da ist er schon total unruhig, ne? Also auch im Auto. Total verrückt. Ja, das weiß der ganz genau. Der weiß auch genau, wenn ich die Wohnung, ich habe ja Schlüssel von meiner Mutter, ne, kann ich ja rein, und sobald ich da rumdrehe, dann ist der wie, ich kann ihn auch nicht mehr halten dann, ne? Dann stürmt er in die Wohnung rein, der weiß genau, weil gut, meine Mutter, die weiß ja, wenn wir kommen, ich komme nicht unverhofft, ne? Also ich kündige mich ja an vorher. Machst du nicht mal Tür auf, hallo, hier bin ich. Ja, genau. Nee, das mache ich lieber nicht. Ne? Und nicht, dass da irgendwas passiert. Auf jeden Fall. Und meine Mutti bereitet dann immer vor. Und dann legt die dort, in, die versteckt dann immer Leckerlis in der ganzen Wohnung, ne? So, auch so Leckerlis im Ball, wo er sich, oder? So, das weiß der ganz genau. Und dann ist erstmal eine halbe Stunde beschäftigt, in der ganzen Wohnung alle Leckerlis zu finden. Mhm. Naja. Wo ich dann auch schon mal sage, Mutti, nicht zu viel des Guten, ne? Wobei die Idee vom Beschäftigungsding, dass er suchen muss, ist eigentlich ganz cool. Ja, ja, dann haben wir erstmal eine halbe Stunde so halbwegs Ruhe. Mhm. Und dann wird es ja wieder unentspannt. Hatte ich tatsächlich hatte ich tatsächlich von Bekannten, wie ich auch manchmal über Paul und die Arbeit und sowas mal so quatscht halt mal erzählt habe, weil es da um Hunde allgemein ging, auch mal einen Tipp bekommen, weil ich ja, Paul, ich teile uns ja quasi einen gemeinschaftlichen Arbeitsraum, wenn ich am Schneiden bin. Und mittlerweile haben wir uns so irgendwie geeinigt, aber manchmal ist es auch ein bisschen stressig, ob man das machen könnte, ihnen zum Beispiel so ein Handtuch oder sowas halt, so irgendwelche Leckerlis, auch wenig halt reinzugeben, dass der einfach eine Weile suchen muss und machen muss. Das funktioniert, ja, das geht ganz gut sogar. Weil mit Futter kriegt man mit Paul ja alles hin. Ja, da kannst du ihn erstmal ruhig stellen. Wenn er da beschäftigt ist oder er weiß, wenn ich das jetzt irgendwie eine halbe Stunde bearbeite, da ist Futter drin, dann hast du ihn noch beschäftigt. Ne? Ja. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz gucken. Pauli? Weil Paul steht schon wieder im Regal. Ja. Pauli, komm her. Oh, nee. Pauli, komm her. Los, Leckerli. Ah, das interessiert ihn gerade gar nicht. Wo ist er denn? Direkt hinter der Tonne. Ach so. Ja, in Zukunft soll es dann vielleicht auch so sein, dass Paul wirklich seinen bestimmten Platz bekommt, weil ihr habt in der letzten Folge zumindest gehört, nur nicht gesehen, was Paulis und mein Workaround ist. Wir lassen ihn mittlerweile halt neben mir auf einem Stuhl sitzen. Und sobald das funktioniert, dann kannst du irgendwie auf mein Knie abstützen mit dem Kopf und sowas und da rumdösen in Gesellschaft, ist er eigentlich recht entspannt. Dann wird er entspannt, ja. Ja, das hat immer ganz gut funktioniert jetzt. Genau. Gucken wir mal, dass wir hier für den Podcast auch irgendwie so eine Art Stuhl machen oder was, wo er sich dann... Ja, genau. Dann wird er ruhig, dann ist er... Ne? Weil das wäre auch cool. Dann gibt es so eine kleine Pauli-Cam mit dabei, wo wir mal zuschalten können, wenn er gerade wieder ganz niedlich aussieht. Und ja, genau. Ja. Ja, cool. Aber das ist ja mit Isa ist eine gute Idee, das machen wir mal. Denke ich auch, ne? Ja, ja, genau. Die kann bestimmt noch ein paar Dinge raushauen, also, die ich gar nicht mehr weiß. Wenn ihr in Raum Jena Bock auf eine gute Ernährung für euren Hund habt... Dann schaut doch mal vorbei. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung und auch in den Shownotes bei Spotify direkt. Und Barfen für einen Hund ist echt eine geile Sache. Wie heißt der Shop denn eigentlich direkt? Barfers. 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 Barfers Store Jena. Mhm. Genau. Aber das, wo ich Pauli bekommen habe, war der ja total auf Trockenfutter, ne? Als Welpe. Nur Probleme gehabt, wirklich nur Probleme gehabt, ne? Durchfall, ununterbrochen Durchfall, Blähbauch und so weiter und so fort. Und dann habe ich von jetzt auf gleich das Futter umgestellt. Ne? Mhm. Also ich habe nicht, weil manche sagen, ja, du musst erst langsam... So, dann habe ich mit jemandem gesprochen, der auch einen Bulli hatte, genau das gleiche Problem. Ich habe wirklich von heute auf morgen von Trockenfutter auf Barfen umgestellt und wirklich nach 2 Tagen war alles erledigt. Kein Durchfall mehr, kein Blähbau, ja, gar nichts mehr. Also absolut. Das ist ja auch so ein Futter, einfach, was Unverträglichkeiten halt durch die Abstimmung darauf reduzieren kann. Ja. Ja, ja, genau. Was will er ist denn? Halt teurer als Trockenfutter. Aber so viel teurer ist es am Ende, glaube ich, auch nicht. Nee, okay. Ach... Ja, okay, ein paar Euro vielleicht, das kann schon sein, aber... Na, es ist sehr qualitativ, das heißt nicht, dass das jetzt krasser Nase ist, man muss es ja nur wissen. Ich glaube, wenn ich ein hochwertiges, teures Trockenfutter kaufe, bin ich auch nicht, weißt du, zahlst du auch für einen Sack so 80 Euro oder was. Ja. Ich glaube, so viel teurer bist du mit Barfen am Ende auch nicht. Ja, es ist halt ein bisschen mehr Aufwand, ne? Du kannst ja nicht einen entspannten Urlaub fahren und nimmst einfach einen Sack Trockenfutter für ihn mit. Mhm. Das ist halt schwierig. Ist halt alles gefroren. Muss ja gefroren sein, ne? Muss ja auftauen. Aber dann. Gibt es, wie macht er das denn? Naja, das ist ja nicht so oft. Kühltaschen halt, ach, krass, ne? Ey. Genau. Musst du in Kühltaschen, ich sag mal so 3 Tage oder so, kannst du das in der Kühltasche ganz gut halten. Okay. Und dann musst du irgendwie eine Unterkunft haben, am besten mit Gefrierfach irgendwie, ne? Genau. Oder halt irgendwie eine
mit einem großen Akku oder halt das, was du im Auto aufladen kannst oder so. Oder sowas halt, ja. Du kannst ihm auch, wir haben auch zwischendurch schon mal Futter aus der Dose gegeben oder so, das geht auch schon mal. Aber das merkst du sofort, ne? Wenn du das so zwei Tage ihm da anderes Futter gibst, dann kriegt er wieder Durchfall. Ne? Also das, ja, das ist halt ein bisschen kompliziert, das, ne? Aber ansonsten. Also. Paul ist jetzt auch kein Gourmet, das ist dem egal, ob es von der lieben Isa ist oder ob es halt aus der Dose kommt. Das ist eigentlich egal, solange man es fressen kann. Okay. Nee, das ist egal, das ist ihm egal. Ja, und was ich auch noch überlegt habe, also wie gesagt, Isa, komm gerne vorbei, wir gucken, wenn wir es gut hinbekommen zeitlich. Markus wird ja auch nochmal direkt wahrscheinlich dich fragen. Aber was wir auch sonst überlegt haben, war, ob wir so eine Art Rubrik machen, wie so eine Kolumne, dass Isa eine Geschichte pro Monat hätte. Also wenn das für dich möglich ist, 12 Geschichten aufzuschreiben von Markus, ich wäre dir so dankbar. Es wäre so geil, wenn ich jeden Monat hier eine Geschichte vorlesen dürfte. Ich wäre dir auch dankbar. Mal so alte Erinnerungen wieder. Geil. Also wenn ich wirklich 10 Geschichten oder 12 Geschichten hätte von Markus, die Markus nicht mehr weiß, das wäre so geil. Vielleicht fällt es mir dann ja auch wieder ein, aber ich habe bestimmt so viele Sachen, die ich gar nicht mehr habe. Diese Spinnengeschichte sind eins zu eins. Ich kann es mir wirklich vorstellen. Ich sehe es vor mir, wie das passiert ist. Und im Vergleich dazu ist mir mal passiert, also ich bin der übelste Memme, was es angeht, dass mir ein Chamäleon auf dem Rücken gelaufen ist. Und ich habe den nicht mal wiederbekommen und habe immer, wenn ich nach hinten greifen wollte, halt das Fauchen gehört. Und was mache ich? Ich laufe halt peinlich durch den ganzen Laden bis zu Markus, warte noch so 3 Minuten vor ihm, weil er gerade im Kundengespräch ist und frage dann, ja, kannst du es vielleicht mal vom Rücken runternehmen? Der faucht mich immer an. Na gut, ist aber auch schwierig, wenn du ihn in dem Moment nicht siehst und greifst immer mit der Hand hinter. Du weißt ja nicht, ne? Kriegt er dich jetzt in den Finger oder? Ich meine, nach der Spinne hätte ich auch, also hast du ja auch nicht gegriffen, das wäre jetzt auch nicht. Nee. Das stimmt. Aber da fällt mir gerade das ein wegen Spinnen, weil wir gerade bei Spinnen sind. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal ein Terrarium hier. Ich weiß gar nicht mehr, irgendeine baumbewohnte Vogelspinne, irgendeine Avicolaria war das, glaube ich. Und die hat einen riesen Kokon gemacht, halt mit Eiern. Und irgendwann, also wir haben das gar nicht so richtig mitgekriegt, und irgendwann sind die halt alle geschlüpft. So, sind ja mehrere hundert Stück. Ich glaube, das waren locker 200-300 Stück, die geschlüpft sind. Ja, die machen auch auf Masse. Und die sind natürlich aus dem Terrarium raus, ne? Und die sind hier im ganzen Laden rumgelaufen. Wir haben wochenlang diese kleinen Spiderlinge, die so groß waren wie ein kleiner Fingernagel, sag ich mal, haben wir die hier im Laden eingefangen. Und es waren wirklich, ich weiß nicht mehr wie viele, aber 150, 200 kleine Spinnen, die wir eingefangen haben. Das war irgendwo auch cool, ne? Ja, ich kann mir jetzt viele Menschen da draußen vorstellen. Übrigens, es tut mir auch leid, dass wir also für alle Arachnophobiker und Phobikerinnen, das ist natürlich, ich hoffe, beim Hören geht's, solange wir sie nicht zeigen. Ja. Ist halt echt ein Ding. Aber ich bin wirklich nicht jedermanns Sache. Das ist schon hart. Vor allem, das ist ja auch kein Geheimnis, so in Zoofachhandeln mit Futter beziehungsweise mit Terroristik kann es ja schon mal schnell vorkommen, wie auch im heimischen Haushalt, dass mal Futtertiere entwischen. Ja, und das sind wir auch nicht vorgefeilt. Na klar. Das heißt aber auch, dass die Dinger hier Nahrung finden. Ja, definitiv. Ja, es ist nicht so, dass die irgendwie allein gehen. Es sind ja wie unsere Geckos, ne, die hier rumflitzen oder geflitzt sind. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch... Selten. Ja, aber ab und zu sieht man mal noch einen Hausgecko, glaube ich. Aber früher hatten wir ja auch tatsächlich hier zwei Tokis. Zwei? Ich glaube, es waren zwei. Ich kenne nur einen noch. Nee, ich denke, es waren zwei. Und dann irgendwann war es nur noch einer tatsächlich, die hier halt immer rumgelaufen sind. Ne? Und die haben wir ja auch gelassen. Die wollten wir ja gar nicht einfangen. Also. Ja, so ist besser. Also wenn ich mir irgendein Tier aussuchen könnte, was frei rumläuft, dann auf jeden Fall ein Toki. Naja, wenn du ihm nichts tust, tut er dir auch nichts. Und er hat ja mehr Angst wie alles andere. Für alle, die es nicht wissen, Tokis sind immer so verschrien als... recht aggressive für Geckos, die ja unter den Ex-Familien jetzt ein bisschen kleiner sind, meistens schon recht groß. 30 Zentimeter sind die schon, ja. Wunderschöne Tiere. Ja, das ja. Lasst euch nur nicht beißen. Nein. Also der Biss eines Toggis ist wie, wenn du deinen Finger an den Schraubstock legst und zudrehst. Ja, und zur Einschätzung, ihr habt die Spinnengeschichte gehört. Markus ist todesentspannt bei so vielen Dingen, aber selbst der hat mir... sofort gesagt, als es darum ging, mal zum ersten Mal im Gespräch über Toki-Bisse, nee, das ist wirklich richtig schlimm. Und wenn der Mann sagt, dass Sachen richtig schlimm sind und wehtun, dann tun die richtig weh. Die tun weh. Wenn du bei einem ausgewachsenen Toki, also hatte ich auch schon an der Hand, ne? Das tut schon weh. Ich weiß nicht, ob wir auch die Geschichte schon mal hier hatten, von, dass ich mal einen Ritter-Anolis fangen sollte, auch Echsen, die recht groß werden und
vor Schreck halt schnell mal auch zubeißen, im Zweifelsfall. Das war auch kein ausgewachsenes Tier, Gott sei Dank. Und ich habe einen Fehler beim Fangen gemacht und das Tier ist aus dem Terrarium nochmal entwischt und der Herr, für den ich sie fangen sollte, hat es mit der Hand gefangen und wurde instant gebissen und es hat geblutet. Und es hat mir so leid. Und wir waren in der Kasse und ihr beide erzählt dann halt so, während ich so Abrechnung mache. Und dann habt ihr beide nur so gesagt, na, immerhin war es kein Toki und nickt euch so zu. Und ich dachte so, wie krass ist das denn, ey? Wirklich, ja. Seine Hand hat nicht krass, aber hat geblutet, so. Das fand ich so, ich würde es niemals im Leben, würde ich das sehen, wie ich Toki gewesen werde. Also nach wie vor fange ich Tokis immer noch auch mit der Hand. Das mache ich, ne? Also entweder mit der Dose oder mit der Hand. Das geht schon. Aber du musst sehr, sehr schnell sein, ne? Und du musst halt wirklich sofort hinterm Kopf packen, dann richtig festhalten. Die haben auch Kraft, ne? Also wenn du den nicht im Nacken richtig festhältst, dann dreht er seinen Kopf halt rum, ne? Weil der wirklich Kraft hat, ne? Du musst dann noch richtig, ja, also mache ich auch noch, aber naja, manchmal auch mit der Dose. Es kommt aber darauf an, wie ich gerade drauf bin. Also wirklich, nee, das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Also das, weil das Tier ist auch nicht so wie was wie Ritter Anoli oder Leopard, naja, da könntest du manchmal auch schon, aber Leopardgeckos oder sowas. Das sind Tendenz-Tiere, die eher die Flucht suchen, selbst im Terra, das ist immer die Schwierigkeit, die Tiere haben, nur begrenzt Fluchtoptionen. Ja. Aber ein Toki ist schneller dabei, sich umzudrehen und zu sagen, nee, dann halt so rum. Ja, genau. Klar will der das nicht, es ist kein. Die wenigsten Tiere sind wirklich menschlich gesehen bösartig, aber ich glaube, die drehen sich schnell um. Auf jeden Fall etwas aggressiver und drohen dann auch viel schneller und genau und schnappen halt auch eher zu. Da gibt's so eine, das war die Toki-Folge. Da gibt's so einen richtig geilen Clip von einer Influencerin, YouTuberin, die aus Amerika die Tokis hält. Und die handelt die, also beim Handeln reden wir in der Terroristik immer von wirklich Interaktion mit dem Tier, dass du wirklich die auf der Hand rumlaufen lässt, etc. so und da halt mal Gesundheitszustand begutachtest, etc. Und das habe ich irgendwie mal gesehen, habe schon gedacht, so wie, Moment mal, Tokis handeln, das geht nicht, du kannst doch nicht. Und ja. Kann man Tokis zähmen? Ja, die Dame kann das. Okay. Hat das hingekriegt. Okay. Aber den Clip, den ich dann gefunden habe, gesehen habe, ist total absurd, weil dieser Toki ist so auf ihrer Hand. Und auch wirklich wunderschönes Tier. Es war noch so eine Art Farbmorphe. Vielleicht war es ein albinodisches Tier oder sowas. Hat ein bisschen hellere Farben. Und mit einmal zuckt das Tier und faucht mit weit aufgerissenem Maul sie direkt an. So richtig in einer Sekunde. Und was passiert ist, sie fand sie ganz niedlich und hat halt so kurz gelacht. Und durch dieses Ausatmen, das den Gecko erreicht hat, hat er sie erschreckt und war gleich wie, nein, ich mach dich fertig. Hat sich bedroht gefühlt. Ja. Durch wahrscheinlich durch dieses Kohlendioxid in dem Moment, was der, oder. Also irgendwas, irgendein Reiz. Und ich dachte so, ey, holy shit, du musst falsch atmen. Naja. Und das Ding ist wie, komm mir nicht zu nahe, ich spring dich an, so. Alter. Herrlich. Also, nee. Also das ist eines der letzten Tiere, die ich irgendwie, halten wollen würde. Sehen toll aus. Haben auch übrigens, der Name kommt tatsächlich wie so ein Pokémon. Für die oder euch, die es nicht kennen, von den Ruflauten von denen, weil die, ich glaube, vor allem nur die Männer sind es bei denen auch. Toki. Genau. Toki. So machen die immer. Wirklich? Ich habe ja live in der Natur Malaysia, habe ich sie erlebt. Da habe ich im Baumhaus geschlafen und da ging es die ganze Nacht. Die ganze Nacht ging es Toki. Ich dachte, oh. Und eine Lautstärke vor allen Dingen, das hörst du ja durch den ganzen Dschungel durch, weißt du? Ich, wenn ich das noch wüsste, was es für Wesen sind, denke ich so, nee, überall sind Tokis. Ja, die waren auch in der Hütte drin bei uns, also. Ja. Stell mir mal vor, ich greife in irgendeinen Schrank rein und will irgendwas holen und dann pff, hängt der Toki am Finger. Ah, das wäre cool. Ist okay. Und sie machen noch so eine Art, ich denke immer, es ist ein Vogel, also wie so ein lachender Hans oder sowas, so ein das machen sie auch noch. Das klingt dann nicht ganz wie ein Toki, aber sie können auch dieses langgezogene Namensrufen, können sie auf jeden Fall auch. Schon ziemlich cool, also hat was mit den Lauten. Hat wirklich was von so einem echtes Leben Pokémon. Ich habe gerade wieder einen Paul bellen gehört, deshalb war ich nur kurz abgelenkt. Ja, nee, der Korallenfinger macht wieder Geräusch auf jeden Fall hinten. Nee, ach doch, das war Paul jetzt. Das aber der Korallenfinger hat auch gerade gequakt. Ja, das sind unsere Korallenfinger-Laubfrösche. Das habt ihr unter euch die Folge 3, was glaube ich, mit dem lieben Martin von Helviscape, liebe Grüße wieder an der Stelle, gehört habt. Da ging es auch kurz um die Korallenlaubfinger-Frösche, die wir bei Pitonus in der Anlage haben, die man auch sehr häufig lautstark hört. So. Ich bin immer zu langsam übrigens, um auf mich umzuschalten. Also ich glaube, bei Markus werdet ihr häufiger in der Einzelansicht sehen als mich. So. Ich muss aber auch echt immer ein bisschen schmunzeln, weil der hellste ist Paul natürlich auch nicht, gell? Ich lasse ihn hier an der Tür raus. Es ist jetzt schon dreimal in Folge passiert.
Und dann will er aber hinten zur Tür immer wieder rein. Also er weiß nicht, dass er wieder zurückgehen kann und hier vorne wieder reinkommt. Das rafft er nicht. Wobei ich mir wirklich vorstellen könnte bei Paul, dass es mit Absicht macht. Er weiß das. Es ist ihm einfach nur total egal. Er läuft da rum und denkt dann nicht mehr dran, ich bin vorne rein. Das glaube ich auch. Er denkt nicht mehr dran, dass er hier reingekommen ist. Ja. Aber denkt halt, da ist ja auch egal, hier ist die Tür, die kenne ich. Ich bell so lange, bis da kommt. Oder ist einfach so intelligent und ne, denkt sich, ich bell jetzt einfach so lange, da kommt sie wieso. Ja. Nee, aber ich glaube tatsächlich, der checkt es nicht, dass er einfach wieder zurücklaufen kann, hier vorne zur Tür rein. Also ich denke auch, dass er es vergisst. Der vergisst es, genau. Der steht dann hinten vor der Tür. Ja. Und bellt so lange, bis irgendjemand aufmacht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er schon weiß, dass hier noch die Tür ist. Aber dass er einfach denkt, nee, ich habe jetzt keine Lust, bis davor zu laufen. Nee, das glaube ich, da weiß ich nicht. Aber naja, gut, keine Ahnung. Aber das wäre immer nie schlau. Aber er schafft es ja auch immer wieder, dass ich aufstehe. Aber er überrascht mich auch immer wieder, weil ich sehr oft merke, dass er doch ganz gut versteht, was ich von ihm will. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich hole jetzt mal die Stühle her, stell die hier hin, dass er sich endlich, weil er will nämlich auf den Hocker gerade. Ah. Dann legt er sich entspannt auf die Stühle und dann haben wir Ruhe. Ja. Die hole ich jetzt mal. Dann gibt's auch einen Mini-Cut, glaube ich. Also ich habe noch gleich irgendeine Information oder irgendwas für euch. Ich denke aber nicht, deshalb kurzer Cut. Okay, und wir sind zurück und es gibt, muss kurz gucken. Da, für alle, die es per Video sehen, die Pauli-Cam. Wollen wir so anlassen? Wollen wir so mit können wir machen, klar. Na? Ja. So, muss mal kurz gucken, dass ich dich vielleicht hier nochmal ein Stück mittiger setze. So, dass du auch voll mit drauf bist. Schön. Sieht sehr lustig aus auf jeden Fall. Ja? Ja. Ja, jetzt wünschst du dir, ich könnte es dir zeigen. Vielleicht, Markus, dann spendieren wir doch nochmal einen kleinen Monitor oder ich sowas. Ich hole halt noch einen. Dass wir hier hinten noch einen hinstellen können. Dann siehst du es auch. Mach ich. Oder ein iPad. Wenn du mir ein iPad schenkst, dann kann ich Sideload anmachen und kann das als Doppeldisplay für mein MacBook nehmen. Vielleicht könnte man es da auch vielleicht machen wir das tatsächlich. Aufpacken. Mal schön wäre das schon. Wenn es da auch gut ist. Ja. Aber das Problem ist immer, wenn man es dann sieht, man startet, bei mir geht es nämlich jetzt so, man startet sehr da drauf. Ach das finde ich zum Beispiel... Das lenkt es ja ab dann, meinst du? Ja, ich gucke halt nicht... Also zu dir gucke ich mal zu den Leuten, aber seltener. Ich starre mich immer selbst dann an, beziehungsweise ob alles hier funktioniert. Das ist so ein Tick dann. Na gut. Wir sind übrigens abzüglich der Pausen, die wir gerade weggeschnitten haben, auch schon wieder bei fast einer Stunde. Unfassbar. Ja. Wirklich, dieser Podcast... mal gucken, wir wollten ja nicht ganz so lange machen. Ich hoffe eigentlich auf 2 Stunden tatsächlich. Ja. Das wäre so eine gängige Variante an Zeit. Schauen wir mal, das wollten wir das letzte Mal auch schon, es hat nicht funktioniert. Das stimmt, wir verquatschen uns dann immer, weil wir zu wenig Zeit für Smalltalk haben während der Arbeit. Wo waren wir denn jetzt eigentlich abgebrochen? Im Prinzip waren wir bei Isa und die Geschichten, Geschichten. Gut. Alles klar. Ja. Ich rede mit der Isa mal, ich frage sie mal. Ja, sehr gerne. Noch eine Frage zu den potenziellen weiteren Gästen, die man so haben könnte, die ich vergessen habe, dich privat zu fragen, deshalb mache ich es einfach ganz gekonnt hier. Weil du magst ja keine Kopfhörer- und Mikrofonkombination. Ja, nicht so unbedingt. Wir werden aber nicht darum kommen, auch mit diesem Setup jetzt hier. Also zum Beispiel, schon mal vorab, könnt ihr euch das ungefähr so vorstellen, vielleicht ein bisschen anderer Größe, so wie ihr jetzt Paul hier unten mitzieht. Das ist übrigens kein Standbild. Er bewegt sich wirklich nur nicht. Er ist weggedöst. Ist ja schon süß. Würdet ihr dann wahrscheinlich die zugeschaltete Person sehen, mit der wir dann reden? Kurioserweise, ich bin nicht sehr gespannt, jetzt hat er mir OBS hier wieder ein Daumen-Runter-Symbol eingeblendet. Ich weiß nicht, warum, okay. Es ist total, also sehr oft hoffe ich jetzt, aber manchmal sehe ich meine Übersicht hier, ich hatte einmal Luftballons um mich rum und einmal einen Daumen hoch. Ich muss nochmal gucken, wo dieser Fehler herkommt, ich finde das sehr kurios. Aber da würdet ihr dann quasi zugeschaltete Personen sehen, weil die meisten Leute, die interessant wären anzufragen, Außendienstler, Hersteller, alle möglichen Firmen oder sowas, ist, glaube ich, meistens nur sinnvoll. Wir würden euch dann zuschalten. Das geht hiermit auch. Habe ich schon mich über Lösungen informiert. Da bräuchte man wahrscheinlich dann noch einen Kopfhörer. Hast du überhaupt einen Kopfhörer? Nö. Okay. Ich habe gar keine Kopfhörer. Das ist auch gar nicht. Das ist doof. Brauche ja nicht. Wofür denn? Ja. Nee, habe ich nicht. Okay. Muss ich auch noch kaufen. Vielleicht, oder wir aber das reicht nicht. Sonst hätte ich kurz überlegt, aber diese ähnlichen Kopfhörer, die auch der Süß- und Salzig-Podcast da nutzt, weil die haben vielleicht ein Mikrofon dran, so ein Headset. Und das Mikro ist ganz cool. Kann man uns ja mal zulegen. Wir gucken mal in Ruhe. Aber das wollte ich jetzt, bevor ich es wieder vergesse, kurz hiermit abfrühstücken. Und wir kommen jetzt nach einer Stunde einfach so rumgelabert. Wir kommen zum Kaffeeklatsch für Aquarianer. Zu einem der letzten Sachen, also aus der letzten Folge.
Und habe ich mir aus purem Zufall, weil ich es vergessen habe, in der Feedback-Sektion tatsächlich außen vor gelassen. Aber es passt jetzt perfekt, dass ich es vergessen habe. Und zwar vom User Toxic Blue Ghost. Alter, so lange auf Cloud gewartet und dann doch nicht. Ja, das müssen wir ihm recht geben, tatsächlich. Weil das war ja, ja eigentlich so ein bisschen Thema des Podcasts und am Ende haben wir es dann doch nicht so wirklich gemacht. Ja. Sorry dafür. Also du scheinst das laut deiner Emojis da entspannt aufgepasst zu haben, aber da habe ich auch kurz gedacht, Hat er recht. Und dann zwei Sachen. Erstens, wir versuchen jetzt noch ein bisschen drüber zu quatschen. Und zweitens will ich auch versuchen, dass wir vielleicht nicht am Anfang der Folge gleich sagen, das machen wir. Verzetteln uns eh. Oder haben wir besser noch ein Thema für die nächste Folge. Das entspannter. Ja, Claude Schumachers Video. Es geht um das Video Schule der Aquaristen. Die findet es auch in der Videobeschreibung bzw. Shownotes. Ich mache mir mal ganz kurz, hätte mir Notizen gemacht vor mittlerweile über einem Monat dazu. Und die Idee war, das ein bisschen aufzugreifen, bzw. hat das Markus als Hausaufgabe mitgegeben, ja, dass wir uns das beide anschauen. Um so ein bisschen, wir hatten uns ja in der Kritikfolge beschäftigt, unter anderem mit der Frage, wie wir damit umgehen, dass der Handel oft in Kritik steht, alles an jeden, an jeden und jeder zu verkaufen, egal was das Tier wirklich braucht und um was es halt geht. Und ich sehe da genau oft auch, also ich sehe erstmal, wie vielen oder jeder, die es jetzt nicht gehört hat, bis letzte Folge nochmal reinhören. Ich sehe es immer noch halt recht kritisch, was ich verstehe, vollkommen diese Kritik, wo die herrührt und erkenne auch, dass es halt da ist schon ein Kern auch Wahrheit drin. Keine Frage, ja. Und hatte vor allem die Idee, dass es natürlich auch viel mit der Fachkunde der jeweiligen Händlerin zu tun hat, weil das natürlich auch ein Quereinsteiger-Ding, also ich selbst bin auch ein Quereinsteiger-Ding ist in dieser Branche. Und fand das Video, ohne es vorher geguckt zu haben, von Claude oder von Fauna Marine, dann recht interessant, weil eine Schule, die uns Aquaristik näher bringen könnte, eine Art Ausbildung, wahnsinnig erstrebenswert. Also auf jeden Fall, finde ich auch. Ich kannte das ja so, ich habe das ja auch gesehen, ich kannte das ja so vorher auch nicht. Also ich habe es ja, hatten wir schon mal besprochen, dass ich immer noch nicht genau verstehe, was das jetzt ist, ob das eine Art AG ist oder ob das eine Art Verein ist oder was auch immer. So ganz genau habe ich das nicht verstanden. Oder eine Ausbildung in dem Sinne mit einem Abschluss oder was, weiß ich nicht. Also bei uns ist es ja so, es gibt ja Aquaristik-AGs. Seltener, aber gibt es. Seltener, ja, zu selten wahrscheinlich tatsächlich, genau. Aber prinzipiell fände ich so eine Schule, so eine Aquaristik-Schule eigentlich eine feine Sache. Einfach um die Leute ein bisschen zu sensibilisieren vorher, bevor sie mit diesem Hobby anfangen oder. Naja, also da ging es ja wirklich auch um den Berufseinstieg. Primär für Zoos und öffentliche Aquarien. Okay. Siehst du, das habe ich nicht. Okay, achso, da ging es eher um den Berufseinstieg, ja. Genau. Okay. Ja, auf jeden Fall. Aber ist das denn, sollte das jetzt die Ausbildung dafür sein? Nein, das ist nur so ein. Nicht in der Form. Aber da muss ich auch gestehen, es kam nicht ganz so für mich auch in dem Video von Claude raus, wie genau das funktioniert, weil für alle, die es jetzt gar nicht gesehen haben, es war in den USA, das heißt Iowa Marine Campus, also Marinencampus einfach noch, was ist Marine? Doch, Marine ist auch ein deutsches Wort. Ja. Ja, sorry, jetzt war ich kurz. Geht ich kurz Marine Lebewesen halt, ne? Genau. Und eine Art Ausbildungsplatz. Du hast dann einfach so eine riesen Halle voller Aquarien stehen, ganz platt ausgedrückt. Und auch ein Klassenraum, was ziemlich cool war, mit wirklich Lehrveranstaltungen und Vorträgen. Genau. Und man geht Sachen durch und auch Fachliteratur dort vor Ort. Und ja, es wirkt ein bisschen aus deutscher Sicht wie eine AG. Ich habe eher gedacht, dass es eher wie eine Art Kurs oder Feriencamp-artig ist. Ich hatte auch noch mal, ist halt leider, deshalb ist es nur so ein halbes Review heute, es tut mir leid. Nicht wie letztes Mal, da wären wir besser im Stoff gewesen davon. Das ist halt vielleicht ja wie so ein Feriencamp oder sowas ist, weil ich weiß nicht, ob das nur für Leute vor Ort ist oder ob das halt immer stattfindet oder halt, was will ich sagen,
nur temporär, aber du hast da halt Schüler und Schülerinnen von, ich glaube, die haben sogar 10 gesagt, ich glaube, eher so 12 Jahre, mhm, bis die Ältesten waren dann 16 bis 18 rum. Mhm. Also schon noch eine sehr, sehr große Range an Menschen, verschiedenen Alters. Und die machen eigentlich ganz coole Sachen. Zum einen, wie gesagt, gibt es da Lehrveranstaltungen, die dir irgendwie fachlich Wissen beibringen wollen. Die hatten auch, zum Sepp Klo das gezeigt, Räumlichkeiten, wo es um Tests geht, mhm, mit verschiedenen Lösungen, Mikroskopie von verschiedenen Sachen. Und primär wurden dort Leute darauf vorbereitet, beziehungsweise auch wirklich, die haben immer darauf gesprochen, wirklich ausgebildet zum Aquarist, Aquaristin. Mhm. Also wirklich halt das als Berufsstand. Aber das ist ja dann bei uns die klassische Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann, Frau im Zoofachbereich. Ja, jein, eben nicht, weil genau diesen Beruf, den du gerade komplett genannt hast, gibt es ja nicht. Naja, es gibt die Ausbildung zum Einzelhandelskauffrau-Mann, genau. Gut, aber halt in deinem Berufszweig. Also nicht direkt für ein Zoofach, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Ja. Na gut, aber du lernst es ja bei uns dann im Geschäft sozusagen. Und ja, aber du kennst die Realität bei dir selbst und bei vielen anderen Mitbewerbern. Ja, das Zeit ist rar, Leute sind rar. Und wirklich dich hinzusetzen oder vielleicht nochmal nach 10 Stunden Ladenöffnungszeiten zu sagen, komm, wir machen nochmal eine Stunde jetzt Theorie und wir gehen das mit dir zusammen durch. Ja, klar, gibt es Sachen, wie wir letztes Mal auch besprochen haben, vom Sachkundenachweis etc., sowas, wo du auch Schulungen hast, zumindest das haben wir so ein bisschen, und sollte das dann irgendwann so kommen, dass es wirklich für jede Person im Zoofachhandel Pflicht ist, dann haben die meisten von uns dann auch die Möglichkeit, wirklich nochmal einen Kurs zu machen oder zumindest halt auf Pump alles zu lernen. Wobei das am Ende ja auch nur trockene Theorie ist dann, ja, ne? Genau, das ist das, was die dort drüben machen, das ist ja wirklich rein praktischer, nicht nur, aber größtenteils praktischer. Beides, das ist eine wirkliche Ausbildung im Endeffekt. Welcher Anerkennungswert das auch immer trägt, weil das habe ich noch nicht so ganz erfahren. Ich war auch auf der Webseite damals drauf und habe mir das so ein bisschen versucht, mich da schlau zu machen. So ganz verstanden vom Konzept habe ich es nicht, weil es auch so fremd von dem ist, was ich in Europa oder in Deutschland gewöhnt bin. Ich habe auch da vorher gedacht, als das Video aufgeschieden, also mir vor die Linse kam, gedacht, es würde eher Richtung Hobby-Aquaristik gehen, von diesem Berufsstand, dass es darum eher geht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es um Zoos und öffentliche Aquarien geht. Mhm. Dort war das irgendwie auch so, es gab die Leute, die eher in die biologische Richtung gegangen sind, also auch wirklich einen biologischen Fachbackground dann hatten. Scheinbar waren die auch ein bisschen älter. Also das kam für mich in der Information von Klund auch noch nicht ganz so raus. Und dann eher die Pfleger, Pflegerinnen, die halt mehr das Lebewesen bzw. die Lebensräume betreuen wollten und halt Zucht vor allem gemacht haben, weil das haben die Kinder dann auch gemacht. Es ging vorrangig um Anemonenfischzucht verschiedener Arten. Die meisten wurden gezeigt, so Ocellaris, so der Klassiker. Und alles in allem ein unfassbar faszinierendes System. Und ich hätte halt gedacht, es wäre, dass ja auch zum Beispiel dass es die richtige Ausbildung dafür ist, sozusagen. Genau. Ich wäre wahnsinnig begeistert und auch sehr beruhigt, wenn es so etwas gäbe für diese Branche. Weil wir hatten es, ich bin mir nicht mehr sicher, ob letzte Folge oder ein paar davor auch davon, dass das auch ein Berufsstand ist, in dem du, das ist kein 9-to-5-Job. Du hast halt auch eine sehr hohe Verantwortung in dem Beruf, ne? Du hantierst mit Lebewesen. Ja. Du hast eine Riesenverantwortung, klar. Und da solltest du dir auch bewusst sein. Und ich weiß, was du meinst, weil dort ist es ja wirklich rein fokussiert nur auf diese Thematik. Und also bei uns ist ja noch, lernst du ja normal Einzelhandelskaufmann, Frau, ne? Sozusagen. Ja. Und da ist ja das gar nicht da. Na, wenig. Jetzt naja, im Geschäft selber. Im Geschäft selbst, natürlich auf der Arbeitsplatz. Das meine ich jetzt, im Geschäft selber, das meine ich jetzt. Ja. Na klar, in der Schule nicht, null, gar nicht. Aber jetzt bin ich verwirrt. Mhm. Hast du das mit deinen Azubis denn schon mal gemacht, dass du wirklich... Es ist doch eher so Learning by Doing, beziehungsweise... Ja, tatsächlich. Es ist nicht so, dass du ins kalte Wasser schubst und einfach sagst, ihr macht jetzt mal so einen... Nein. Klar, wenn dann Fragen da sind, du auch bei mir zum Beispiel, du erklärst dann schon mal schnell was, beziehungsweise ich frage dich auch den ganzen Tag. Aber ich weiß, was du meinst. Natürlich ist das... Ja, dort ist es halt wirklich den ganzen Tag, lernen die halt wirklich am Aquarium sozusagen. Und hier ist es halt so nebenbei einfach immer dieses Fragen stellen, Antworten und so weiter. Oder man macht keine richtige Schulung in dem Sinne. Man setzt sich zusammen an den Tisch, und sollte man vielleicht tatsächlich auch öfter machen, ist aber immer schwierig umzusetzen. Weil stell dir einfach mal vor, mal auf uns runtergebrochen, in unserer Belegschaft, wir hätten jetzt einen Tag in der Woche,
und dann bereitest du dann halt die PowerPoint vor, und dann werden alle Fragen gesammelt, und dann gehst du einfach an verschiedenen Schaubecken und sowas mit uns durch, so, guck mal, so machst du das und das. Wäre eigentlich wie cool. Wie hier alle wären. Ja, so. Das wäre schon cool tatsächlich, aber da ist wirklich so, da fehlt halt auch einfach die Zeit. Ne? Zeit und Geld, um das auch wieder zeitlich zu realisieren. Dann ja, genau, richtig. Und da wäre es halt übelst krass, wenn es sowas gäbe als richtigen Ausbildungsstand. Das ist ja auch eine Sache, die der Herr Kokott auch oft angebracht hat, dass er sich das sehr für Deutschland wünscht, dass es halt eine wirkliche Aquaristik-Ausbildung geben würde. Wahrscheinlich würde ich sie am ehesten nochmal mit Terroristik zusammensetzen, so dass es vielleicht für beides gibt, so, weil die Themen schon sehr verwandt sind. Es ist dann wieder fraglich, ob Leute, die Aquaristik machen wollen, unbedingt so viel Bock haben, auch nochmal Terroristik auch lernen zu müssen. Jetzt mal dahingestellt, so bei der theoretischen Idee. Aber damit habe ich ein bisschen mehr gerechnet, dass es so mehr Richtung Hobby geht, aber es ging ja, wie jetzt schon oft erwähnt, um Zoos und öffentliche Aquarien. Und übelst geiles System. Also es ist irgendwie auch so non-profit-mäßig. Das heißt, also auch diese Einrichtung hat relativ wenig Kohle, hat er da tot auch erzählt. Ja, sie kriegen viel über Spenden. Ne? Und, die selbst waren zum Beispiel auch da mit Fauna, um Vorträge über die ICP zu halten, was ich auch sehr spannend fand, weil klar ist die ICP auch dort was Bekannteres. Aber dass jetzt diese Organisation dazu noch gar keinen Zugang hatten, auch geltlich und so weiter, fand ich einfach spannend. Also, dass das noch nicht so Common Sense ist, du machst einfach alles damit, sondern die hatten dann wirklich einen Labortestraum kurz gezeigt, wo sie halt dann verschiedene Tests durchgeführt haben, aber eben nicht genug. Und ich erinnere mich, ich hatte nämlich vorhin kurz nochmal reingeguckt, auch daran, dass Claude an dem Becken stand und meinte halt, dies, das sieht man an quasi Fehlern bei dem Stand der Korallen. Ja, und das hat er darauf zurückgeführt, dass wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, dass recht günstige Salze benutzt wurden, die nicht alle Spurenelemente, die halt meistens drin sind, wie bei den gängigen Arten, die man hier so vertreibt oder kaufen kann. Das heißt nicht, dass die unmännlich teuer sein müssen, aber halt, du kannst wahrscheinlich auch, was wir gleich haben, noch viel günstiger einkaufen, schätze ich mal, oder? Ja, natürlich, na klar. Du kannst, es gibt ja einen Haufen No-Name-Produkte, ganz günstig im Netz zu kaufen. Ja, da brauchst du aber nicht wundern, wenn halt ein Haufen Spuris fehlen. Genau, und da kann es wirklich sein, dass du da halt, je nach Korallenart, die du pflegen möchtest, vielleicht wirklich Probleme bekommst. Ja. Und das ist einfach meine zum Beispiel, das mit der ICP wäre halt geil, weil dann siehst du es einfach und dann kaufst du halt ein etwas teureres Salz, weil es im Nachhinein wieder teurer wird, das zuzuführen oder halt Verluste zu erleben. Fand ich irgendwie ganz cool. Ja, definitiv. Eigentlich bräuchtest du wirklich in jedem Betrieb bräuchtest du eigentlich einen Ausbilder, der sich von früh bis abend die Zeit nimmt für die Azubis und den alles, aber das ist halt schwer umsetzbar. Und da hatten wir das letzte Folge auch davon, von so einem Art Wunschgeschäft, wo wir einen extrem krassen Standard an jedem Tier hier führen könnten. Alle Mitarbeiter durch die Bank weg, krass geschult und Bescheid wissen. Wir geben uns größte Mühe und ich würde sagen, wir haben auch jede für sich eine gute Fachkompetenz, die stetig erweitert wird. Aber erstens kriegst du niemals alles hin, selbst mit so einer Ausbildung. Und zweitens, es ist einfach auch ein Geld- und Zeitding. Richtig. Ja, eigentlich dann mehr oder weniger ein Geldding einfach nur. Ja, weil wenn genug Kohle da wäre, Zeit, ne, dann hättest du jemanden, oder was weiß ich könnte mich jetzt hier rausnehmen aus dem Verkauf und würde mich den ganzen Tag mit der Azubis beschäftigen. Ne? Und so, aber das geht halt nicht. Genau. Ja, und stell dir eine Aquaristikwelt vor, in dem Zoofachgeschäfte wirklich durch die Bank weg einmal mindestens ein Jahr, am besten wirklich sogar so eine dreijährige Ausbildung, wie es in Deutschland meist üblich ist, eine reine Aquaristik-Ausbildung. Ja, das wäre schon toll. Haben. Oder zumindest eine Zoofachhandel-Ausbildung, weil selbst das in der Form gibt es ja nicht. Ne? Was wir für einen Stand in dem Hobby irgendwann erreichen könnten, weil es halt irgendwie, wir hatten es ja auch von Fischgrößen und gerade bei der Frage, alles in jedem verkaufen. Wenn, und ich hatte ja auch, glaube ich, da gemeint, sowas wie, es gibt ja keine richtige, das ist Common Sense. So unter diese Form gehen wir nicht, weil jeder so minimale Abweichungen zumindest davon hat oder manche auch ganz andere Meinungen haben. Aber wenn es so eine Art vorgelernten, vorgelebten Stand gäbe erstmal, das wäre richtig geil. Da muss ich dann natürlich wieder updaten, je nach Zeit, wenn neue Erkenntnisse da sind, pipapo. Aber du würdest ja auch die moralischen Haltungsbedingungen oder moralische Blickwinkel darauf, beziehungsweise die allgemeinen Haltungsbedingungen ganz rational wirklich verbessern können durch die Bank weg, wenn du an der Stelle ansetzt, die für die Information von Privathaltern dann zuständig sind. Und das sind nun mal wir. Ja, das stimmt. Ja. Ja, also, ja ist tatsächlich so. Ja, übelst krass, wenn es das gäbe. Und da habe ich sogar auch einmal eine Frage aufgeschrieben dazu an dich aus dem Video. Und zwar steht hier, wie gesagt, ich habe es am 16. Februar, fast genau vor einem Monat habe ich das reingeschrieben.
Meinst du, Claude hat Ansprechpartner, um so etwas nach Europa zu holen? Weil er davon so ein bisschen im Video, das weiß ich noch, erzählt hat, dass er überlegt und auch schon mal Gespräche gesucht hat, um sowas hierher zu holen. Boah, das weiß ich natürlich nicht. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Kontakte oder für Netzwerk hat, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Okay. Das kann ich mir einschätzen. Aber ich denke schon, dass es eine Person ist, die schon ein Netzwerk hat, um die richtigen Leute dafür zu erreichen. Wobei es auch, glaube ich, in Deutschland sehr, sehr schwer umsetzbar ist. Ja, boah, schwierig. Und es ist ja ein sehr fachspezifischer Beruf, dann, wo du auch nur das machen könntest. Nein, richtig. Genau, hast recht. Weil so kannst du natürlich mit Einzelhandelskauffrau in jedem Berufszweig könntest du natürlich dann in dem Fall nicht. Ja. Da bist du gefesselt an diesem Berufszweig jetzt hier. Ne? Genau. Trotzdem fände ich es gut, bin ich voll auf deiner Seite. Ich fände das wirklich gut. Ne? Also auch ganz klar, ich verstehe, falls gleich Leute sagen, ihr Keller, Quatsch, biblablub, dass das halt von der Vorstellung, wie wir es gerade auch hatten, ein bisschen utopisch ist, weil es halt so schwer umzusetzen ist. Aber von der grundsätzlichen Idee, dass es das gäbe, wäre der Hammer. Mhm. Weil wir würden auf lange Sicht, glaube ich, sehr viele Probleme, die wir in der Aquistik haben oder auch von außen die Sicht auf uns echt verbessern, wenn wir einfach von Grund auf versuchen, mehr Know-how durch die Bank weg da reinzubringen. Mhm. Dass wir wirklich Leute haben, die ausgebildete Aquaristinnen sind. Wenn du geschultes Personal hast, dann dann kannst du natürlich dein Wissen auch viel besser an die Endkunden weitergeben. Und auch die machen es natürlich dann dadurch auch besser und gewissenhafter. Aber wie gesagt, es gibt ja leider auch viele, die jetzt nicht aus dem Berufszweig kommen und einfach nur als Seiteneinsteiger anfangen und bringen einfach das. Ihr könnt das Wissen halt auch nicht vermitteln, sozusagen. Das ist halt. Mhm. Gut, und das Vermitteln wäre natürlich, das müsste wahrscheinlich in dieser bestimmten Ausbildung auch mit reinkommen, weil das natürlich auch krass ist. Vielleicht als kleine Seitenanekdote. Ja. Ich war gestern im Ladengeschäft in Jena, Battlecry heißt das. Das ist so ein Fantasy. Wie nenne ich das? Sehr nerdig, so ein Fantasy-Laden, wo es halt so Brettspiele, Spielkarten, allen möglichen Kram gibt. Kenn ich gar nicht. Im Steinweg ist der, falls ihr gucken wollt, unentgeltliche Werbung. Und, warte kurz, kannst du bei der Pauli-Cam, da ist irgendwas im Bild. Ach, das ist meine Lehne. Das ist meine Lehne. Zieh mir gerade nur auf. Hm. Und dann habe ich, weil ich auch noch nicht so richtig firm bin, es ging um ein Sammelkartenspiel namens Magic the Gathering. Ich glaube, das erste Fantasy-Kartenspiel, nachdem dann sowas wie Yu-Gi-Oh! Und Pokémon und hast du nicht gesehen, alle möglichen mit Fantasy-Figuren halt rauskamen. Gibt es schon zig Jahre. Und ich habe ein Familienmitglied, das halt sich dementsprechend was gewünscht hatte. Da stehst du dann vor so einer Riesenwand voller so Kartenpackungen. Und dann habe ich mich da auch beraten lassen kurz. Und habe halt so, ich hatte so ein bisschen Halbwissen, was so ihm gefällt und was es gibt. So. Und das war geil, weil der Typ mir wirklich einfach, relativ trocken, aber super freundlich, einfach das und das erklärt hat. Und von jedem dieser, da gibt es dann verschiedene Kartenserien und so weiter. Und immer wieder neue Erweiterungen und so. Und alles so ein bisschen kannte und wusste. Und da habe ich mich zuerst mal so gefühlt wie, krass, so muss das, aber so muss das andersrum für Leute hier wirken, wenn man dann mal einfach so eine Grundberatung im Aquarium hat und ich höre einfach nicht auf zu reden und zu reden und das könnt ihr noch machen und das könnt ihr noch machen. Wenn du merkst, okay, da ist Plan da und für sowas Fachspezifisches wie hier. Das war ein geiler Moment, weil ich einfach dachte, krass, es ist halt wirklich abgefahren, wenn du so jemanden findest, der dir irgendwas zu so einem... Ja, muss es halt auch vermitteln können. Ne? Ja, genau. Muss es wirklich vermitteln können. Ja. Muss halt wirklich das auch rüberbringen können. Aber ich glaube, wenn du dieses Wissen hast, dann freust du dich auch darüber, das Wissen vermitteln zu können. Wenn es nicht so oft das gleiche Wissen ist, was du vermitteln musst, ja, das stimmt. Aber aber wie gesagt, grundlegend finde ich das eigentlich wirklich eine ganz coole Sache, das stimmt, weil du einfach noch viel, viel mehr an die Materie reinkommst, wie bei uns jetzt im Geschäft, wenn du als Azubi oder was ist bei uns generell im Zoofachhandel, als Auszubildender tätig bist, kommst du einfach nicht so tief in die Materie rein. Guck doch mal alleine die mit ihren Zuchtstationen, ne? Was züchten die? Die züchten Seepferde, die züchten Anemonenfischen, die züchten, weiß ich nicht, was alles. Kraken hatten sie irgendwelche Oktopusse. Grundeln war, glaube ich, auch da. Ja, genau. Das kannst du natürlich als Azubi im Zoofachhandel, wirst du nie dazu kommen, solche Projekte anzustoßen oder selbst mal irgendwas züchten zu können, weil das geht ja zeitlich gar nicht. Es geht platzmäßig nicht, zeitlich nicht, geldlich nicht. Das wäre schon klar. Ja. Puh, Paul hat einen fahren lassen. Es zieht mir sehr stark in die Nase gerade. Oh Gott. Ihr seht dieses... Ich puste ihn weg. ...glückliche Gesicht von Paul dabei. Wie tief entspannt. Also er ist wirklich super entspannt gerade, sag ich. So müsste es immer sein. Naja. Ja.
Ja, wäre wirklich sehr, sehr stringent. Habe ich hier noch was zu dem Video stehen? Aber wer finanziert das Ganze dann wieder? Bei jetzt wenn das bei uns wäre. Ach so. Das geht ja dann auch wieder wahrscheinlich viel über Spenden oder private Investoren oder was weiß ich. Oder das Land, der Staat oder was auch immer, keine Ahnung. Aber das, wer finanziert das Ganze? Das kostet ja sicherlich auch nicht wenig Geld. Ja, aber warte mal, wenn es eine Ausbildung wäre, würdest du oder andere Leute, die ausbilden lassen, finanzieren. Ach so. Ich schon wieder. Und wahrscheinlich, tatsächlich, sind Ausbildungen ja zum Teil auch wahrscheinlich auch subventioniert. Also von den Gebäuden und so weiter. Also wer zahlt denn ursprünglich mal das Gebäude, wo die Berufsschule drin ist? So, oder? Ja. Naja, ja. Oder die Handelsgewerkschaft, also die wie nennt man das, Handelsverbünde? Also was jetzt alle Einzelhandelssachen von einer Kette, von einer Branche sind etc., das ist doch zusammengeschlossen so ein bisschen. IHK-Kram, also die das dann anerkannte Ausbildung, das sammelt sich doch irgendwo Gelder, die für sowas genutzt werden können. Wäre bestimmt auch nicht unendlich viel Geld da an der Stelle wieder, aber sowas in der Richtung. Also es wäre wirklich sehr, sehr strebenswert. Ich fand das Video trotzdem cool, für alle von euch, die es vielleicht gerne noch sehen würden. Wie gesagt, ihr findet es auch über unsere Veröffentlichung da, als wir darüber gesprochen haben. Ich habe hier noch aufgeschrieben, Mangrovenbecken sah cool aus. Sehr einfach, aber sehr, sehr cool, weil gleich zu Beginn gibt es so ein... Ich bin immer noch da gerade, sorry. Ich fände es natürlich... Okay, dann redest du mal weiter. Ich bin immer noch da, ja. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn wir irgendwo einen separaten Raum hätten, wo jeder so ein bisschen sein eigenes kleines Projekt verwirklichen kann, weißt du, wo du sagst, was weiß ich, ich will jetzt unbedingt den Perlenbärbling nachziehen oder was weiß ich und hast da die Möglichkeit, das zu tun, so nebenbei, weißt du? Das geht natürlich nicht, weil aber das wäre... Dann könntest du dir gleich eigene Nachzuchten hier anbieten, hast wieder so ein bisschen... Genau, ihr könnt euer Wissen da vertiefen und... voll. Das wäre schon cool, ne? Aber ja, geht halt leider nicht, ne? Also ich musste da auch dran denken jetzt, dass du mal erzählt hast von einem früheren Chef von dir. Ich weiß, bin mir nicht mehr sicher, ob du das da nur nebenbei gemacht hast mit dem Zofachhandel in der Zeit oder ob du das schon vollends da warst, aber du hast ja Welse mal Das war noch nebenbei, das war neben meiner Lehre. Das war nebenher, genau, ja, richtig. Da hatte ich, das stimmt, das war bei uns in Lubbe da draußen. Im Büro des Chefes. Da habe ich eine Wand bekommen, für mich, ganz alleine. Und da habe ich eine schöne Aquarienwand hingestellt, also er hat die hingestellt. Ja. Genau, und ich konnte halt machen, was ich wollte dort, ne, und dann, genau. Aber das fand ich auch schon echt cool von der Idee. Also es klang auch lustiger in deiner Geschichte, weil er eigentlich gesagt hat, ja, mach einfach mal, hier kriegst du schon irgendwie hin. Also klang es erst mit deinen Erzählungen. Ja. Also mit wenig mit so wie, ich führe dich daran und gib dir mal Hilfestellung, wenn was ist. Wobei, du konntest ihn sicherlich auch fragen. Ja, na klar, auf jeden Fall. Ja, genau. Wollte ja auch, dass es erfolgreich ist. Richtig, aber ich konnte halt machen, was ich wollte dort mit der Aquarienwand. Das war ganz cool. Ja, das ist schon ziemlich geil, auf jeden Fall. Ja, das finde ich auch gut, genau. So, da förderst du ja auch einiges damit. Da könnte man es zum Teil halt auch vielleicht ein bisschen auf freiwillige Basis, das ist wieder jetzt eine rechtliche Frage, wie das gehen würde, mit vielleicht auch mal hier und da länger bleiben. Also, dass diese Projektzeiten vielleicht auch nicht bezahlt sind. Das klingt jetzt scheiße. Mm. Oder teils. Mm. Wenn du was nachmachen musst, aber halt du halt die Leute förderst, damit die übelst Bock drauf haben, ist jetzt vorher ein schwieriger Satz, weil es könnte auch wieder zum Ausnutzen ich will nicht alle Arbeitgeber jetzt mal einen Kamm scheren, aber es ist ja ein Risiko, das muss man mal berücksichtigen. Genau, aber irgendwie so in der Richtung fände ich schon ganz cool. Das stimmt natürlich. Das wäre auch für hier ziemlich geil. Ja. Aber da sind wir wieder bei unserem altbekannten Lieblingsthema Platz. Und Zeit. Zeit auch. Das ist aber eigentlich Platz. Jetzt ist Pauls Kamera grün. Ich weiß nicht, was hier passiert. Wollen wir sie wegnehmen? Weil ich glaube, Paul schläft. Also ich weiß nicht, wie oft ihr Paul noch so zu schlafen sehen wollt. Schalt mal wieder hier zu uns beiden. Ja. Ja, utopische Vorstellung so ein bisschen, oder na, utopisch nicht, fernab der Realität zumindest. Mhm. Aber ich freue mich auch, dass es dich gleich so anspricht, dass du auch gleich merkst, okay, das wäre wirklich gut, wenn es so wäre. Ach, natürlich, klar. Ich meine, wenn du den Wissensstandard erweitern kannst, klar, warum nicht? Ja. Ich finde es eine gute Sache, ja. Voll, genau. Also und ich glaube, fürs Hobby wäre es halt nur Positives. Vielleicht, na gut, vielleicht hätte es auch ein Negatives, dass eine Fachkraft in der Regel auch einen höheren Lohn bekommt als halt ein Quereinsteiger. Mhm. Und das halt dann wieder Waren für Konsumenten oder alle Leute im Hobby teurer werden würden. Wobei ich ja immer noch auch sage, Fische sind so billig. Das habe ich letztens irgendwo wieder aufgeschnappt, dass das auch jemand gesagt hat. Da habe ich auch gedacht, ja, es stimmt, dass das ja, ach, es war, ich verschiedene Zuchtprojekte und sowas habe ich mich auch mal wieder privat informiert, in so Forenbeiträgen und so. Und da war das auch aufgeführt, dass Leute da überrascht sind, dass eigentlich der Fisch
das einzelne Individuum zumindest in der Regel das günstigste an der Anschaffung eines Aquariums ist. Ja, und das ist schon seltsam, weil das ist eigentlich so das Endziel, was du pflegen willst, das rum es geht. Und das ist tatsächlich eigentlich fast das günstigste. Bisschen seltsam. Aber so hat sich das nun mal alles irgendwo entwickelt. Naja. Kann ich jetzt mal ein Grubenbecken erzählen? Mal Grubenbecken war toll. Was möchtest du machen, oder wie? Nein, das war in dem Video. Da war ich gerade, dass du gesagt hast, ich bin immer noch dabei. Warte mal, Grubenbecken, das weiß ich jetzt gleich gar nicht. Gleich am mehr. Anfang, wenn Claude in diesen größeren Bereich geht. Okay, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Sehr, aber sehr geil, das fetzt natürlich. Mega. Doch, ich kann mich dunkel erinnern, stimmt. Ja, ich kann mich dunkel erinnern. Das ist mein letzter Stichpunkt, den ich gemacht habe. Anscheinend habe ich da keine Lust mehr gehabt. Und am Mangrovenbecken war der Zettel: Please keep an eye out for the Grammar Loretto in this tank. If you see it, please text the team reach. Und das fand ich so geil. Das heißt quasi, an dem Aquarium sollst du die Augen offen halten für den Grammar Loretto. Mhm. Wenn du siehst, dann gib dem und dem Bescheid. Da habe ich wirklich kurz gestoppt und rangezoomt und dachte, was steht denn da? Und das fand ich einfach so putzig, weil ich gerne Geschichte gehört hätte, wie es zu dem Zettel kam. Weil das klang sehr spezifisch, warum man extra gucken. Wahrscheinlich haben die wirklich noch Grammar Loretto da drin und kriegen den nicht raus. Das kann ich mir vorstellen, klar. Das Becken war, glaube ich, auch nicht ganz klein. Nö. Na, genau, und dann Mangroven mit diesen Wurzeln und überall. Ja. Find da mal ein Grammar Loretto. Ja. Ja. Und das Becken sah super simpel aus und es hat echt was hergemacht. Ach, Mangrovenbecken immer. Ich finde die so toll. Das macht irgendwie, weiß ich nicht, das ist wie so ein, keine Ahnung. Mangrovenbecken ist toll. Ich glaube, wir verlassen so ein bisschen schon mal das Gefilde vom Video. Ich hoffe, das war wenigstens schön, dass wir das nochmal abgefrühstückt haben, so ein bisschen. Wenn es jetzt auch nicht super krass detailliert war, aber diese Idee von der Aquaristikschule. Ich wünsche mir, dass Claude Erfolg hat und das irgendwie hier anbringen könnte, in welcher Form auch immer. Wäre sehr, sehr gut, glaube ich, fürs Hobby. Ja. Je nachdem, wer das finanzieren kann. Mehr Informationen für alle, das ist wahrscheinlich auch das Ding, was wir irgendwo gewährleisten müssen. Und dann würde ich noch ein Thema anfangen, beziehungsweise auch dann beenden wollen und eine kleine Pause einschieben. Und dann gucken wir mal, wie lange wir heute noch machen, weil die Uhr tickt hier schon fröhlich vor sich hin. Und zwar, weil wir beim Mangrovenbecken jetzt waren. Ich habe was ich entweder irgendwann mal privat machen möchte oder auch für einen Laden, vielleicht auch in Videoform, was ich super spannend finde und mal gerne wissen würde, wie ist so deine Meinung dazu, ob du sowas schon mal gesehen hast, pipablub. Und zwar, du kennst ja Wabikusas. Und für alle von euch, die es vielleicht jetzt nicht kennen, Wabikusa ist, ganz, ganz grob jetzt von mir erklärt, eine Pflanzenschale. Meist mit aquaristischen Pflanzen. Es gibt auch so das Prinzip von so Moosbällen, also du packst einen Ball aus Säulen, einem Bodengrund vulkanischen Ursprungs, der sehr nährstoffreich ist oder mineralienreich, und bindest da ganz viele Pflanzenschnittreste von dir drauf, packst das in diese Wasserschale, beleuchtest sie dementsprechend und alles sprießt einfach raus und dann schnippelst es dir so zurecht ansehnlich, wie du es halt haben möchtest. Das ist zum Beispiel eine Form von Wabikusa, aber halt eher so wie eine Art Pflanzendisplay für aquaristische Pflanzen, könnte man auch sagen. Und was ich jetzt immer wieder mal gesehen habe über soziale Medien, war das Ganze so ein bisschen meerwassermäßig. Und zwar, die haben dann halt so große, auch wie so diese Fischbowls, aber mal auch mit Fischen. Mich hat vor allem angesprochen, ohne Fische, nur Korallen und vielleicht nochmal ein paar, vielleicht ein Einsiedler oder sowas. Das ist ja eh noch die Frage, wie weit merken das wirbellose Tiere von der Endlichkeit des Beckens. Und das waren dann zum Teil auch mal größere Bowls, so muss man auch sagen. Aber mit so Weichkorallen oder einfach nur, man hat ja auch mal vielleicht so, kann Mini-Ableger machen und sowas und packt die einfach in so eine Bowl. Jetzt keine übelst krassen Akkros, sondern einfach nur, dass es so schön aussieht. Einfache Sachen wie Krusten an dem Mond, Scheiben an dem Mond, ein paar Weichkorallen und sowas. Und das sieht übelst krass aus, weil es übelst dicht wächst. Auf jeden Fall, definitiv. Und das nicht so mit Korallen, wo man auch eine Art finanziellen Verlust hätte, wenn wirklich was passiert, sondern halt schon mit den irgendwann, bei gut eingefahrenen Becken und gerade leichter zu pflegenden Korallen, kriegst du ja auch mal einfach zu viel. Ne? Das ist ja schon echt ein Ding. Ja, natürlich. Du musst dann einschreiten, du musst dann verschneiden. Genau. Ganz einfach. Ne? Strömung wäre vielleicht noch ein Thema. Oder warte, ich lasse dich jetzt gleich, ich muss mal gucken, ob ich meinen Gedanken, sonst ich kann dann immer nicht abschalten, zu reden, zu Ende bringen kann. Wäre sowas, oder hast du sowas schon mal gesehen vielleicht irgendwo? Oder stellst du dir von der Praktikabilität, wie sowas funktionieren könnte, das als Zusatzbecken für Aquarianer und Aquarianerinnen leicht vor? Wäre das was cool? Also ich kenne das gibt es, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, finde ich auch total klasse, wenn es denn ordentlich gepflegt ist. Ja. Aber da kommen wir nämlich schon zu dem Punkt, genau, wie ist das praktisch zu handhaben?
Boah, schwierig, weil du hast ja dann meistens an diesem Becken auch nur ganz, ganz wenig Technik dran oder fast gar nichts. Du hast nur die Beleuchtung drauf und eventuell noch ein kleines Strömungspumpe und das war's auch schon. Das geht schon, das ist schon, du musst halt dieses Gleichgewicht finden. Ne? Es bedarf auf jeden Fall auch viel Pflege. Okay. Tatsächlich, ja, ja. Sodass es auch lange schön aussieht. Das ist immer das Problem, ne? Aber prinzipiell, ich sage jetzt einfach mal diese klassische Kugel, wie man es kennt, ne? Mein Handy wühlt mich ja gerade. Ich wollte gerade überlegen, ich weiß nicht, ob ich mal was gespeichert habe. Habe ich leider jetzt nicht vorbereitet für einen Podcast. Machen wir nochmal wahrscheinlich privat oder vielleicht in der nächsten Folge mal gucken, je nachdem, ich verspreche nichts. Könnten wir eigentlich auch mal machen. Genau, das ist tatsächlich dann auch eine Überlegung von mir gewesen. Das könnten wir eigentlich hier auch mal machen. Weil eine ganz simple, einfache Sache. Meine Überlegung jetzt auch mal für uns als Händler war halt wirklich so, als so ein bisschen Upselling oder Verwertungsding, dass ich sage ja, der Trend geht zum Zweitbecken, aber vielleicht geht der Trend ja auch zur Zweitbowl. Bitte, meiner Meinung nach, zumindest ohne Fischbewohner. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, tatsächlich, ne? Aber es kommt ja schon vor, dass du halt mal Verschnitte hast bei Korallen. Irgendwas kommt sich in den Weg oder sowas halt. Ja. Oder es gibt ja auch dieses Ding von, dass du Erstverbraucher einsetzt, die du eigentlich gar nicht haben willst. Eine Milka oder irgendwas. Genau. Das habe ich zumindest öfter mitbekommen. Ja, man sagt immer so diese Anfänger- oder Testkorallen, genau. Wo ich dann später die eigentlich wieder raushaben möchte. Was wirklich Simples, was aber in so einem Mini-Display dann einfach richtig krass aussieht. Weil steht dir sowas auf so einer Küchenanrichte oder sowas halt vor, nimmt jetzt wenig Platz weg und sieht dann einfach komplett krass aus, wenn du kurz denkst, das ist Marien, was da aus. Also diese Optik ist ja was ganz Besonderes. Ja. So. Mit einer nicht zu krassen Beleuchtung halt eigentlich auch, weil zumindest hast du mir erklärt, viele, vor allem Weichkorallen, läuft mit den meisten Sachen. Ja, genau, die wollen gar nicht so viel Beleuchtung. So sieht's aus. Das wäre doch jetzt weder krass stromaufwendig, du musst natürlich Osmosewasser aufbereiten können und ansalzen können, weil ein Wasserwechsel ist da schon das A und O. Definitiv. Aber abseits dessen und gerade für Menschen, die bereits eh schon Meerwasser Aquarien haben, also wirklich, das wäre so meine Zielgruppe für dieses Produkt oder Kategorie, ist das doch eigentlich sehr erstrebenswert. Wobei gar nicht unbedingt für Leute, die schon Meerwasser haben. Also das sehe ich jetzt gar nicht so wild. Also du kannst, glaube ich, so kriegst du auch neue Leute an Meerwasser Aquaristik. Halt wirklich mit sehr, sehr einfachen Korallen, wie man gerade schon sagt, ne, mit Weichkorallen, mit Scheiben, Krusten an und so weiter, kann ja auch wunderschön aussehen und der Arbeitsaufwand ist eigentlich gar nicht so. Das A und O, wie du schon sagst, ist halt der Wasserwechsel, weil den musst du bei so einem kleinen System, musst du wirklich regelmäßig, am besten jede Woche Wasserwechsel machen, so, ne, um das Ganze irgendwo stabil zu halten. Weil die Anfänger, die mit so einer Kugel jetzt, sag ich mal, anfangen, die haben keinen Bock auf ein Nährstoff, auf ein Versorgungssystem, auf wöchentliches Messen aller. Das glaube ich, das wollen die nicht. Also du musst es sehr einfach gestalten, das Ganze, mit Tieren, die auch nicht sehr empfindlich sind oder die dir auch mal, wenn jetzt mal ein Wert nicht perfekt ist, dir das nicht gleich übel nehmen. Ja. Das könnten wir, eigentlich wäre das mal cool, das könnten wir eigentlich immer machen. Also ich fände es super spannend. Ich muss dir mal ein paar Beispiele zeigen, die ich so gefunden hatte. Das müssen ja gar nicht unbedingt Korallen, das können zum Beispiel auch Algen sein, Makroalgen. Es gibt total geile Kaulerpa-Arten oder Rot. Aber, wenn wir bei Makroalgen sind, dann, Entschuldigung. Nee, in Verbindung auch mit Weichkorallen zum Beispiel. Okay. Sieht total schön aus. Mhm. Nur was ich da von der Optik halt wieder schade finde, da sind wir wieder mehr Richtung Süßwasser. Von dem, wie es Leute wahrnehmen werden. Glaube ich. Vielleicht irre ich mich da auch. Findest du? Ich muss dir mal raussuchen, was ich so gesehen hatte. Das kommt natürlich, Weil ich fand diesen, wie ich es vorher noch doof gesagt habe, mit diesem Marien, dieser Meerwasser-Look hat einfach, das war das Krasse, weil ich habe auch schon auf Insta übelst krasse Pflanzen-Aquarien in Mini-Form gesehen, Wabikusasen, Terras, alles so mini gesehen. Alles übelst krass, da haben Leute übelste Händchen dafür, aber dann habe ich vor kurzem einfach mal reingespült bekommen, diese Meerwasservariante davon und war einfach so überraschend, dachte kurz, ey, wenn das nicht zu krass in die Pflege geht. Ja, das ist es halt immer. Ich meine, es ist halt immer, das sieht toll aus und die Bilder, die man sieht, ist immer, aber das sind halt immer Momentanaufnahmen. Das ist immer das Problem, ne? Man sieht das immer nicht Monate später. Aber das war auch, ich hatte da auch was gesehen, was war krass, ich würde jetzt sagen, zugewachsen. Das sah jetzt auch nicht ästhetisch aus. Es sah einfach nur sehr interessant. Es geht auch. Dadurch. Nee, das funktioniert ja auch, ne? Genau. Wir reden schon von Wildwuchs hier. Ja, irgendwie einfach nur einen großen Stein reingestellt, dann ein paar Korallen drauf, dann vielleicht ein paar kleine Schrimps hier, diese sexy Schrimps oder sowas, die das ein bisschen drauf rumspringen. Hat er nicht so also ein Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Das stimmt. Wir könnten uns auch vornehmen. Das können wir eigentlich wirklich mal machen.
da wir hatten, wir haben die Planung gerade bei uns auch ein bisschen wieder, wie so immer, das Ladengeschäft ein bisschen umzuräumen. Ganz, ganz wenig nur. Und zwar kommen Cubes auf einen Zwischengang im Hauptraum quasi von Betonus. Und darüber können wir vielleicht dann auch irgendwann das Battle zwischen dem lieben Martin und Markus realisieren. Da sind wir auch noch dran. Das wird irgendwann passieren. Wir wissen nicht wann, aber irgendwann. Und dass wir einfach einen Cube dafür nehmen. Das können wir auch machen. Oder halt eine Bowl wirklich machen, um dieses Ding, dass es halt auch... Sonst sind wir ja wieder beim klassischen Cube, also Nano-Aquarium. Das ist ja schon... Ja, das stimmt. Das haben wir ja schon eigentlich zigfach. Also... So eine Bowl ist schon mal was anderes noch am Ende, finde ich. Ich überlege halt auch so ein bisschen vermarktungsmäßig, sag ich mal, wenn man es eben als Sender präsentiert, aber ich hätte mir jetzt auch vorgestellt, Leute, die da wirklich eher wirklich eine Deko haben wollen, weil mich nervt es manchmal, dass Aquaristik oder Aquarien auch immer so ein Deko-Ding sind, oft, weil ich ganz klar sagen muss, sollte es nicht sein, das ist ein netter Nebeneffekt, hat was Schönes für den Raum. Ja, zumindest wenn du mit Wirbeltieren arbeitest, dann sollte es nicht nur einfach ein Deko-Ding sein. Ja, aber selbst wenn du auch mit den Torbulensis, den Sexy Shrimps da arbeitest, musst du dich schon wirklich darum kümmern. Wenn wir es jetzt zu sehr einfach dann darstellen, das ist für jeden, der einfach nur ein cooles Deko-Moment haben will, dann packst du noch hier rein, könnte wieder schwierig sein. Da müsste man wirklich darauf achten, das von vornherein ganz klar zu benennen, weil mit Korallen, hey komm, also wenn die Koralle eingeht, ist es trotzdem schade drum, sind Tiere, auf was wir achten müssen. Ja. Aber es ist jetzt ein wesentlich weniger führendes Tier als selbst als eine, mutmaßlich jetzt zumindest, als eine Garnele. Aber dass man das wirklich so für Leute, die auch einfach, sei es jetzt auf dem Küchentresen, auf einer Badlichte, irgendwie eine abgefahrene lebende Deko haben wollen, wie eben eine Pflanzenschale, warum nicht mit Korallen? Nachzuchtkorallen davon, weil das wäre aber eine riesen Zielgruppe. Aber das ist ja kein Problem bei Weißkorallen. Also da bist du ja froh, wenn du deine Nachzuchten losbekommst. Das wuchert ja alles ohne Ende. Ne? Also könnte man, aber das weiß ich nicht. Müssen wir mal von der Pflege her gucken, dann tatsächlich auch vom Reinigen und so weiter. Das ist natürlich, ne? Können wir dann das Xenia-Becken draus machen? Unbedingt. Eine Bowl rundrum, nur mit Xenia. Pumpende Xenia. Ah. Kann cool aussehen. Ja. Oder so eine grüne Wiese-Bowl. Ja. Du kennst verschiedene. Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gesehen. Eine Koralle pro Bowl. Stell dir vor, wie krass es aussehen würde. Wenn ihr Kaffeebetreiberinnen seid oder irgendwie einen krassen Plattenladen habt oder was weiß ich so, irgendeine coole Ambiente-Deko braucht, eine Bowl in verschiedenen Korallenarten. Puh. Auf jeden Fall. Ja, nee, total, total. Ja. Können wir mal ins Auge fassen, finde ich wirklich gut. Also das, wir müssen nur ein passendes Gefäß dafür finden irgendwie. Ja. Ne? Ja. Da müssen wir mal gucken, was man da... Also nicht diesen klassischen Cube, das nicht. Okay. Das muss schon, wie gesagt... Weil jeder mir auch einen klassischen Cube halt gut vorstellen können, wenn man halt einfach auf wenig Technik geht und vor allem auch Dinge nimmt, die meisten... Ja, aber dann hast du ja wieder diese Cube-Form, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte schon ein bisschen was anderes haben. Wirklich, ne? Wirklich eine kleine runde Schale oder sowas. Ja, ne? Ja. Das können wir mal im Auge behalten, das können wir tatsächlich mal machen. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, einfach mal so. Ja. Na. Dann lasst uns doch gerne wissen, ob ihr dergleichen vielleicht sogar schon mal gemacht habt oder gesehen habt. Gerne vielleicht auch Bilder an info@petronus.de. Ich sage an der Stelle auch nochmal, dass vielleicht demnächst mal eine neue Mail kommen könnte, dafür weiß ich noch nicht ganz genau, aber bisher info@petronus.de oder die Mail, die einfach in dem in der Beschreibung oder dem den Shownotes bei Spotify hinterlegt ist. Da könnt ihr uns auch mal gerne Bilder oder dergleichen dazu zukommen lassen. Dann würde ich sagen, wir gehen mal kurz eine Pause. Ja. Gucken wir mal, wie lange wir noch machen. Ich sehe auf meiner Uhr schon 1:40 Minute, abzüglich der Pausen, die ich rausgeschnitten habe. Und dann gucken wir mal, was wir noch an Themen reinnehmen werden für die heutige Ausgabe. Eigentlich müssen wir noch das Hauptthema, was ich mit dem ich reingestiegen bin, dass das hier irgendwie die Warum keine Videos Folge oder sowas sein sollte, nehmen. Ich hatte fast überlegt, ob wir es wieder verwerfen, aber es wäre wichtig, mit euch mal drüber zu sprechen. Aber all das machen wir nach der Pause. Genau. Erstmal ein Käffchen ziehen. Tierisch entspannt. Unverschämt charmant. Paul empfiehlt Pipi weg. Für das Schlechteste, das Beste vom Hund. Nur echt mit dem Pauli-Siegel. So, und nach
Ja. Ich wollte sagen, zurück aus der Kaffeepause. Oh, du wolltest die Einleitung machen? Das war die Einleitung. Okay. Wir brauchen nochmal, das habe ich bei anderen Podcasts schon gehabt, dass wir so Einspieler machen, die ich jetzt im Schnitt einfach dazwischen setzen kann, dass wir so eine Art Mini-Werbung kommt von irgendeinem Produkt oder wir machen mal so eine Fake-Pippi-Werbung, Werbung von Paul oder so. Ja. Und die werden jetzt einfach die Leute kurz gehört, so 10 Sekunden, einfach nur so ein kleiner Jingle und so Pippi weg, Paul empfiehlt. Pippi weg, Pippi weg, Paul empfiehlt. Und dann kommen wir nach der Pause quasi wieder. Ja. Sowas wäre ganz witzig. Stimmt. Müsst ihr mal irgendwie überlegen. Aber das dazu kann ich jetzt ja kommen in meiner Arbeitszeit, weil perfekte Überleitung. Ja. Das ist ja so eigentlich das Video- oder Podcast-Thema heute, was wir uns sowieso überlegt haben, warum kommen keine Videos? Denn wenn der Podcast das Licht der Welt erblickt, am letzten Freitag im März, sollte mindestens ein Upload schon ausgefallen sein. Der wäre theoretisch, wenn ich mich nicht irre, auch gestern von uns aus gesehen gewesen. Genau, also ein Video-Upload, ne? Genau, das letzte Video, was auf dem Pinus-Kanal zu diesem Zeitpunkt zu finden ist, ist das Video zum Bambusbecken, was übrigens fantastisch bei euch ankam. Sensationell, danke für alle, die es sich angeschaut haben und die es nicht geschaut haben, bitte anschauen. Ja. Aber super gut angekommen, wirklich. Ja. Also Aufrufzahlen mega, eigentlich auch nur, naja, nicht nur positives Feedback, auch kritische Kommentare, berechtigt kritische Kommentare. Ja. Aber es ist schon trotzdem größtenteils positiv, ne? Man hat zumindest das Gefühl, dass alle auch, die es Ziel gesetzt haben, interessant fanden. Ja, definitiv, also wirklich genau. Zum Schauen ein interessantes Video, sinnvolles Video. Ja, ist so. Genau, da wo kritisches Feedback kam, die sind eigentlich mehr oder weniger gespannt, wie es weitergeht. Ob es denn so funktioniert, wie wir es gebaut haben. Oder auch Leute, denen das Video gefallen hat, aber das war nicht deren Ding. Ja. Also das ist so, so wie ich hätte es nicht gemacht. Genau. So. Ja, es ist nicht, ist halt nicht ihr Geschmack. Ne? Ja. Es ist, aber das ist ja auch in Ordnung, ist ja kein Problem. Aber wie gesagt, an sich kam das Video sehr, sehr gut an. Super Aufrufzahlen, innerhalb der kurzen Zeit vor allem. Ne? Ja, da wir auch immer so ein bisschen die Insights mit euch besprechen hier, tatsächlich das am schnellsten gewachsene Video auf Pitonus. Ja. Das ist übelst krass. Vielleicht sollten wir öfter mal solche XXL-Aquarien irgendwo machen. Ich glaube, die Leute stehen auf große Aquarien. Genau, wo man so halb drinnen hängt mit halbem Körper. Ja. Einen vollen Körpereinsatz zeigt. Kurioserweise, unser XXL-Cube kam nicht so krass an. Nee. Auch gut, keine Frage. Aber das hat es irgendwie nochmal... Ich glaube, das war einfach so dieses Bambus-Ding, weil das sieht man nicht so häufig. Ne? Das gibt es, aber es ist nicht sehr häufig. Und keine Person hat sich gefreut über die Bambus-Facts, die ich da reingeschrieben habe. Ich habe extra, weil ich es nicht gesehen habe, so eine Art Einblendung gebastelt, wo auch so ein Bambus hochwächst und dann kommt ein Schriftzug mit noch Geräusch von so Pflanzenknistern. Ja. Und dann stehen dann so drei nacheinander folgende Bambus-Facts halt so, wo Bambus vorkommt und dass es schwarzen Bambus gibt und sowas. Das ist eine Stunde, dass keiner was gesagt hat, aber ich hatte mir kurz gewünscht, dass jemand sagt, oh, das ist ja cool. Das habt ihr aber cool gemacht. Naja. Aber ja. Nee, alles gut, erzähl ruhig weiter. Genau. Dann nutze ich mal die Gunst der Stunde und schalte mal fix zu meiner Cam. Genau. Es kommen gerade keine Videos auf dem Pinus-Kanal und zum ersten Mal, seit wir diesen Kanal gestartet haben, auch mit voller Absicht. Wir hatten das ja schon ein paar Mal ungewollte und ungeplante Pausen. Was jetzt so der Faktor war, ist so ein bisschen auch, es liegt so ein bisschen auch in dem Podcast, deshalb ist das Format auch ganz gut, um das zu besprechen. Weil ich in der Vorbereitung von dem ganzen OBS-Gedöse, mit dem wir jetzt hier aufnehmen wollen, viel zu tun hatte, um das irgendwie schön einzurichten. Und ich hatte wirklich nur begrenzte Arbeitszeit bei Pitonus, habe vor allem auch nochmal begrenztere Zeit für die ganzen Social-Media-Sachen. Und auch gesagt habe, dass ich schon kaum Zeit dafür habe, das alles ordentlich zu schneiden. Und bisher viel darauf gesetzt habe, dass alle Videos individuell für euch gestaltet sind. Also wir haben zum Beispiel kein festes Intro für die Hauptvideos. Also wir haben immer einen Cinematic, was dann kommt, nachdem Markus eine Einleitung macht. Und das ist bisher immer aus Szenen, die ich extra nochmal für das Video gedreht habe, gebastelt. Hat sich irgendwie so entwickelt im Laufe des Prozesses, wie wir den Content hier gestalten wollten. Und fand ich immer ganz cool, weil ich dachte, dass wir irgendwie gut herausstechen können, wenn wir uns mehr Mühe geben als andere, was bei Social Media aber ein bisschen schwierig ist, weil die für euch oder allgemein, glaube ich, ist die allgemeine Qualität wichtig, dass die stimmt. Die Arbeit dahinter sieht man nicht, also das Wertschätzen wird nicht passieren automatisch. Die Leute würden es nur merken, wenn ich weniger Arbeit reinstecken würde. Das würde man merken, aber die mehr Arbeit, die ich reinstecke, das ist, doof gesagt, fast egal. Und die Individualisierung ist nicht so wichtig wie die Masse.
es muss mehr Content sein. Das heißt nicht, dass ich jetzt mit mehr Uploads plane, aber es muss kontinuierlich und immer in gleicher Qualität halt kommen. Und wir hatten jetzt Monate, wo, obwohl wir bis aus der Saison gerade rausgehen, ich gemerkt habe, dass zumindest ich hier im Betrieb immer weniger Zeit hatte, beziehungsweise auch mehrere Uploads wirklich kurz vor knapp gerade so geschafft habe, tatsächlich. Und das soll nicht Stand der Dinge sein, beziehungsweise möchte ich gerne, dass das Konzept von Pitonus weiter wächst und wir das irgendwie, unsere sinnvolle Nische hier finden für uns, weil es gibt auch ganz, ganz viele ganz tolle, auch deutschsprachige andere Aquaristik- und Terroristik-Kanäle. Und jeder versucht so ein bisschen sein, ihre Nische im Hobby zu finden für euch als Zuschauerschaft. Und das machen wir natürlich auch. Und dann kam ich an so einen Punkt, wo wieder ein Upload, glaube ich, vor meinem Urlaub. Ich hatte meine Zeit falsch geplant quasi und habe dann gemerkt, okay, ich schaffe das Video nicht vom Urlaub fertig zu bringen. Das war jetzt noch ein Produktvideo, was noch quasi 70% fertig geschnitten ist. Und habe dann einfach überlegt, Moment mal, ganz ehrlich, das Video, wir schaffen das nicht, ich gehe jetzt in den Urlaub rein. Ich habe in der Vergangenheit auch oftmals komplett freiwillig, liegt es nicht an Markus oder irgendwas, Sachen in Privatsachen noch gemacht dann, aber rein zeitlich und auch vom Prinzip her, weil das ist jetzt kein Channel, den jetzt Markus und ich hier privat betreuen, sondern es ist ein Pitonus-Channel, das soll auch so bleiben, das soll auch gegebenenfalls, sollte ich mal nicht mehr im Unternehmen sein, weiter so bestehen können und wirklich für Pitonus sein und für euch als Community. Und jetzt habe ich kurz den Faden verloren, weil Markus gerade Licht für mich angemacht hat. Vielen Dank. Und ja, dann habe ich einfach gemerkt, okay, komm, lass mal kurz zurücksitzen, wenn ich jetzt eh einmal einen Upload verpasst habe, lass einfach mal überlegen, wie kriege ich das Ganze hin, dass ich mir weniger Arbeit mache, jetzt Sachen vorbereite, sprich Intros, Vorkunftgriff fertig machen, die ich einfach so da reinziehe. Ich muss dann auch erzählen, warte, ich schalte mal wieder zu uns beiden, eine Sache, die ich sehr lustig finde. Oh, ja, also grad, Entschuldigung. Hat gerade gepasst. Hat gerade getrunken. Eine Sache, die ich nie gemacht habe und die richtig dumm ist, weil jeder Mensch, der jetzt, nicht mal Leute, die nur Ahnung von Videoschnitt oder Videoproduktion haben, werden das jetzt sagen, sondern wenn ich es euch erkläre, werden das alle sagen. Ich glaube, eine individualisierte Sache für Pitonus mal erstellt. In After Effects, in einem Animationsprogramm, mit dem ich bisher noch nie viel gearbeitet habe. Sonst schneide ich halt nur in einem anderen Programm. Und das ist die Bauchbinde, die kommt, wenn Markus vorgestellt wird. Die ist ursprünglich auch dafür konzipiert, dass ich alle von uns mal vorstellen könnte, je nachdem, wer vom Team zu sehen ist. Und da steht dann halt Markus, Inhaber und dein Aufgabenbereich hier. Mhm. Und da ist halt so eine Animation von unserem Logo, was sich dreht und dann klappt das so auf. Diese Animation hätte ich von vornherein so machen können, dass der Text da drauf ist und dass der Sound, der dabei kommt, gleich in der Datei da drauf ist. Ist er aber nicht. Jedes Mal bei fast 30 Videos, die das Ding hat, habe ich dummerweise, die Animation habe ich einzeln, die ziehe ich drauf. Die passe ich dann, die ist noch nicht mal so, dass die exakt dann drauf passt, sondern die passe ich dann noch an, dass die platzmäßig passt. Dann mache ich die Schrift da drauf, passe die zeitlich an, dass sie in dem Moment erscheint. Dann hole ich mir zwei Soundeffekte, die ich habe, die einmal beim Rollen passieren und einen Klick, wenn es weggeht. All das hätte ich irgendwann einfach mal Vorkunft gemacht, weil es eh fast nur du bist, der das bekommt, diese Bauchbinde, auf dich. Das wäre kein Problem gewesen. Du frisst halt jedes Mal einen Haufen Zeit, ne? Ja. Unnötig Zeit. Und ich habe es nie gemacht, weil ich mir nie Zeit dafür genommen habe, weil ich immer dachte, ich mache das hier von Upload zu Upload und der nächste Upload muss kommen und das muss fertig werden. Und weil es halt nie so eine Vorbereitungszeit gab und wir halt das ganze hier Learning by Doing und einfach mal angefangen haben zu gucken, macht das Sinn für Pitonus? Macht das Spaß für Markus vor der Kamera? Macht das Spaß für euch, wenn ihr das dann seht? Und ist immer so ein, ja, erst war es halt super entspannt und es ging um nichts und irgendwann hast du so eine Art Erwartungsdruck auch an dich selbst und willst dann auch, dass halt Videos pünktlich kommen, dass wir als Marco und als Menschen gut repräsentiert werden. Und das wird dann immer mehr und immer mehr und immer mehr und sowas bleibt dann einfach liegen, weil ich mir nie Zeit dafür nehme, das zu machen. Und jetzt ist so eine Phase angebrochen, in der ich dann gesagt habe, komm, ich setze mich jetzt hier mal hin, wie mit diesem Schnittprogramm. Ich hatte diese Woche jetzt, nach meinem Urlaub, 3 Arbeitstage nur. Man muss dazu auch sagen, dass ihr euch nicht wundert, mal Transparenz legen, ich bin als Teilzeit angestellt, also auch von freien Stücken und so. Aber ich bleibe jetzt nicht auf 40 Stunden bei Pitonus. Das heißt, meine Arbeitszeit ist wirklich begrenzt hier. Und ich habe, glaube ich, fast mit Service-Sachen so, ich habe einen ganzen Arbeitstag nur gebraucht, um dieses Setup hier so zu gestalten, obwohl es gar nicht so krass jetzt hier aussieht, aber dass das technisch wirklich funktioniert,
immer wieder mit Testdurchgängen und sowas. Das frisst halt echt erstmal Zeit. Auf jeden Fall, ja. Im Nachhinein wird es mir hier extrem viel Zeit sparen. Ich habe jetzt schon mal kurz in der Pause reingeguckt, ob alles geklappt hat, weil, ihr wisst, letztes Mal gab es ja diesen Fehler. Es scheint alles, Klopf auf Holz, wunderbar funktioniert zu haben. Die Arbeit hat sich richtig krass gelohnt. Mhm. Ich bin mega happy gerade. Und diese Arbeit, die ich jetzt hierfür reingelegt habe, für den Podcast, das mache ich jetzt quasi die nächsten Wochen auch für alle anderen Sachen, für die richtigen Videos. Und habe schon ein bisschen angefangen, ein Konzept zu schreiben, Formatsachen anzupassen. Wir hatten ja auch schon, es gibt zum Beispiel ein Format, das ist schon seit über einem Jahr in der Planung, ein Korallenformat, haben wir hier auch schon mal ein bisschen angeteasert. Das soll alles kommen, damit ihr ein geileres Social-Media-Erlebnis mit uns habt und mein Leben ein bisschen leichter wird, weil ich auch so ein Mensch bin, der das ein bisschen übertrieben jetzt formuliert, mir das auch echt zu Herzen nehme und dann wirklich zum Beispiel, ich bin in meinen Urlaub gegangen und habe kurz gedacht, das ist richtig scheiße, ich will, dass das Video pünktlich kommt. So. Mhm. Mist, das hat mich richtig kurz angefressen. Mhm. Ich glaube, vor 2 Wochen. Ärgert sich noch deinen halben Urlaub lang. Ja. Mhm. Also mittlerweile habe ich mir wirklich aktiv versucht anzugewöhnen, dass mich das nicht mehr tangiert. Ja. Aber verständlich. Ja, genau. Und das ist der Grund, warum jetzt die nächste Zeit erstmal keine Videos kommen. Das ist der Grund. Wir passen an, wir konzeptualisieren und wir professionalisieren so ein bisschen sogar auch. Und das frisst halt erstmal viel Zeit jetzt die nächsten Wochen. Bis es alles steht. Man kann es vergleichen mit Daniel und seinem Online-Shop-Sachen, wenn im Hintergrund ein neuer Shop aufgebaut werden wird, mit dem Unterschied, dass ich leider halt wirklich nur die eine Person bin, die die Social-Media-Sachen macht und ich halt jetzt nicht sagen kann, du machst jetzt den Rest weiter und ich kümmere mich um die neuen Sachen. Mhm. Das wäre halt cool, wenn das wäre, aber so ist es halt nicht. Deshalb, es gibt einen Break. Plan ist, ich kann mich nicht darauf festnageln, wann wieder regelmäßige Videos kommen werden. Es wird nach Stand jetzt dabei bleiben. 3 Uploads pro Monat, 2 reguläre normale YouTube-Videos und einmal den Podcast am Ende des Monats. Das ist immer noch Stand der Dinge. Das ist leider nur der Upload, den ich noch schaffe zu bearbeiten in der Zeit. Weil es auch leider nicht so werden wird, dass ich komplett weniger zu tun habe. Denn die Planung, die ich bisher habe, sieht auch vor, dass ich einen kleinen Anteil meiner Zeit ins Writing investieren werde, also auch Vorinformationen für die Videos vorbereite. So ein bisschen Autorenschaft, wenn man so möchte. Ne? So auch mal hands down, komplett keine Angst. So richtig krass wird sich nichts ändern. Also Pitonus wird immer noch so ein bisschen chaotisch von den Videos bleiben, wie es halt ist. Ich werde Markus jetzt keine ellenlange Tabelle geben. Kein Skript vorgesetzt bekommen. Genau, der darf hier auch immer noch sagen, was er möchte. Also beziehungsweise was wir beide möchten. Wir entscheiden uns tatsächlich zusammen, da habe ich auch mit zu reden. Markus darf jetzt nicht irgendwas sagen, wo ich ganz... Oder nee, anders. Wenn du was sagst, was ich schlimm finde, sage ich dir im Video, nee, das finde ich jetzt nicht. So genau. Genau, es ist, da ändert sich jetzt, wird sich nicht so viel ändern. Aber mehr Struktur einfach reinzubringen, das Ganze, ne? Dir einiges zu vereinfachen, ne? Dass du im Nachgang nicht so viel Arbeit hast. Viele Abläufe im Vorfeld schon. Genau. Ja, das ist einfach der. Und das braucht halt Zeit, bis es alles steht, bis es alles gebaut ist. Das braucht halt jetzt erstmal ein paar Wochen. Und geplant, wolltest du wahrscheinlich noch sagen, ist, dass wir wahrscheinlich Richtung Ende April dann oder so. Genau. Wahrscheinlich wie das erste dann eventuell. Ne? Genau, wissen wir es nicht, aber geplant ist Ende April dann wahrscheinlich das erste Video. Oder zu Ende zu halt dann. Genau, ich kann es noch nicht ganz abschätzen. Es kommt immer darauf an, was ich alles noch finde, was ich gerne tun würde. Ja. Ihr merkt auch, wenn wir einen Podcast gemacht haben, jetzt mit diesen Zwischenüberblendungen und sowas. Ne? Also das könnte ich natürlich auch machen, diese Pausen, Jingles oder sowas halt mal schreiben und so. Also in dem Zug, also dass es möglichst gut fertig ist, oder jetzt beim Intro zum Beispiel, wenn ihr es gesehen habt, beim Intro gibt es noch so ein paar kosmetische Sachen, die anders sein sollen, und es ist noch ein bisschen zu lang vom Einspielen und sowas. Das soll, habe ich auch kurz überlegt, gehe ich schon zum nächsten Schritt, was ich machen will, aber nee, ich will mir es wirklich mal einmal wirklich Zeit nehmen und das alles möglichst fertig machen und dafür dann mehr Zeit haben, kleinere Individualisierungen in Videos vorzunehmen, irgendwelche Gags halt einzubauen, wie auch in dem Bambusbecken-Video zum Beispiel, da fährt ein Panzerwels mit so einem Bike durch das Becken, während wir erzählen, dass das so ein bisschen wüstenmäßig aussieht. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Das weiß ich nicht. Deswegen, ich bin gerade ganz überrascht. Da werden wir auf das Becken filmen und sagen, es sieht aus wie so eine Marslandschaft oder sowas. Oder ich sage Tatooine aus Star Wars quasi. Ja. Da gibt es immer so Speeder-Bikes, die so durch die Wüste fahren. Muss ich noch machen. Da habe ich einen kleinen Panzerwels genommen auf so ein
auf so eine Art futuristisches Motorrad gesetzt und er fährt dazu, da lang werden wir das, zeigen, dass ich für solche Spielereien ein bisschen mehr Zeit habe, weil das macht ja auch ein bisschen Reiz, hoffe ich, ja, eben. Von Betonus-Videos aus. Genau. Soll ja auch ein bisschen lustig bleiben, das Ganze. Genau, und das kann noch ein bisschen die Frage so, ich hoffe halt, Interzoo war jetzt am, ich glaube, zur Himmelfahrt. Ja. Also wir fahren an dem Donnerstag zur Himmelfahrt sozusagen. 18.19. in Rom oder so, oder war dann, wir haben ja hier die technische Möglichkeit. Ich weiß es gerade gar nicht. Anfang Mai, oder? War das doch? Euch ganz genau zu sagen, wann die Interzoo 2024 ist. Ich hab's auch gerade gar nicht offen. Und die Interzoo wäre vom 7. bis zum 10. Mai. Also ja, am 9. fahren wir. Genau, da müsste ich natürlich dann Ende April hoffentlich schon einiges geschafft haben, dass wir so langsam wieder starten können. Oder halt frisch dazu reingehen und wird den Rest an Sachen, die schon gedreht sind, dann nach und nach nachreichen. Aber ich habe Bock. Ich hoffe, ihr auch, weil ich schon zum Teil auch sehr, sehr große Ideen habe für Betonus. Und wie wir das Ganze auch ein bisschen mehr Konzept, mehr so, man weiß, was man guckt, wenn man uns guckt, so. Hat und wir so ein bisschen unseren Platz hier uns festmachen innerhalb der Szene. Also ich bin auch sehr gespannt tatsächlich, was du da Schönes machst. Weil ich weiß immer, wenn du was machst, dann wird es immer schön und ordentlich und richtig cool. Und doch, ist ja so. Also da bin ich auch sehr gespannt. Ja, bisher waren halt viele Sachen halt immer sehr, in Anführungszeichen, überstürzt, beziehungsweise lass einfach mal machen, wie auch mit dem Podcast so. Und ich danach erstmal gucken muss, wie kann ich das aber auch gut bewältigen. Oder wie reiche ich meine Skills bisher dafür aus? Ist ja alles sehr viel Learning by Doing hier. Und ich bin gespannt. Es wird auch sowas wie Reels geben, also dass wir so TikTok-artige Formate machen, nicht mit extra Videos, sondern aus den Videos raus. Das ist halt ein sehr großer Stützpunkt, Stichpunkt, den ich meiner Konzeptualisierung für Betonus da gerade auf der Liste habe. Dass wir auch so Schnipsel aus dem Podcast dann aufnehmen können und so weiter. Und die immer mal in Timelines und sowas finden könnt, dass wir einfach auch ein bisschen unsere Reichweite erhöhen, weil ich jetzt auch fest gelegt habe für mich, Betonus muss größer werden. Nicht mal, weil es aus Ego-Gründen, dass ich es so geil finde, wenn wir jetzt irgendwie auch so um die Zehntausender Abo zahlen werden, sondern einfach nur, weil ich auch versuchen möchte, dass sich der Bereich von Betonus, Social Media, mehr lohnt, weil auch das, wir hatten es vorhin so schön von zum Beispiel Ausbildung und Fachkräften im Hobby und sowas, dass alles halt auch ein Geldthema ist. Genau. Und die Haustierbranche, vor allem die Nische Aquaristik, zum Teil nicht so viel Kohle über hat. Da sind wir jetzt auch leider noch mal keine Ausnahme. Dass ich versuche auch in meiner Planung einzurichten, können wir ab einer bestimmten Größe mehr mit Werbesachen machen. Sei es mal von Firma XY aus der Aquaristik. Mhm. Sei es aber auch, keine Ahnung, was ist so ein typisches Ding? Clark, dieses Unternehmen, kennst du das? Also, ich höre mehrere Podcasts, und das ist zum Beispiel Clark, ist so ein Ding. Das ist so eine Versicherungsplattform, wo du deine Versicherung eintragen kannst und sowas. Und die sponsern übelst oft halt Podcast-Werbung zum Kram. Und da wäre ich grundsätzlich mittlerweile dafür offen, zu sagen, ich mache mir schon ein Konzept, dass es dann bestimmte Sponsorenplätze in den Videos gibt. Die werden auch gekennzeichnet sein und ich versuche das für euch als Schauerlebnis moderat zu gestalten, dass es nicht zu nervig wird. Ich bin bisher auch, was Werbeeinblendungen bei Betonus angeht, sehr moderat. Ich werde es vielleicht ein bisschen erhöhen. Mhm. Aber einfach nur, weil mir der Reiter Geld mittlerweile leider etwas wichtiger geworden ist, einfach weil ich das hier auf ein krasses Level bringen möchte und halt ordentlich machen möchte. Ist richtig, aber am Ende kommt es ja auch euch zugute, muss man ja auch dazu sagen. Also von daher kann man auch einmal mehr Werbung einblenden. Ja. Und aber wie gesagt, umso mehr Input bekommt ihr nachher von uns dann dafür, ne? Genau. Ja. Genau. Bin sehr gespannt. Auch Produktvideos werden auch mehr kommen. Ich bin ja dann wie du. Mich nervt das ja teilweise auch immer, wenn Werbung eingeblendet wird. Aber wenn man weiß, warum, wieso, weshalb, wofür, ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Also stört mich jetzt auch gar nicht mehr so sehr, weil die müssen auch Geld verdienen. Voll. Ja. Und, Genau. Ich habe den Channel bisher mal nur so begriffen, so war ich damals auch bei den Spenden zum Beispiel oder YouTube Thanks ein bisschen verwirrt, dass ihr das macht, was immer noch mega geil ist, dass Leute getan haben, weil ich halt das alles hier mehr als Werbeplattform für Betonus gesehen habe, aber was so ein bisschen nicht außer Acht zu lassen ist, damit das hier geil ist, muss ich es halt auch als wirklichen Bereich in diesem Unternehmen begreifen und gucken, dass der auch rentabel und funktioniert. Also klar kriegen wir auch indirekt immer eine Einspielung dafür, wenn jetzt einer von euch was hier unten kaufen möchte, so von den Einblendungen oder was weiß ich. Das hilft uns natürlich vollkommen auch. Dafür machen wir das ja auch.
Aber die Sachen an sich müssen sich auch ein bisschen mehr tragen, damit es einfach wachsen kann und mehr kommt und halt geil für euch ist. Ja, ja. Genau. Und ich sag's mal, also wenn das alles aufgeht, wie ich mir das erhoffe, dann habe ich auch so echt so eine Nische gefunden für uns, die, naja, es gibt so ein paar Channels, die so ein bisschen ähnliche Sachen manchmal machen, aber ich habe auch schon YouTube-Kanäle gefunden, wo ich jetzt Inspiration rausziehe, die haben gar nichts mit Aquaristik zu tun. Mhm. Und dass das wirklich mal anders ist, dass so, dass man bei Petunus halt, ja, Infotainment haben wir ja auch oft gesagt, so dass wir mehr auf diese Unterhaltungsfaktoren gehen und innerhalb dessen halt Know-how weitergeben wollen, aber anders als jetzt beispielsweise lieben ja, Kollegen aus Erfurt, Aquatik, wo es halt extrem viel um Wissensvermitteln geht. Die machen es auch sehr unterhaltsam, aber da geht es viel um Wissen vermitteln, mehr halt den Spaß oder die Unterhaltung in den Vordergrund stellen und darüber halt Wissen vermitteln wollen. Mhm. Und uns in dem Tenor quasi, können wir uns damit, glaube ich, ganz gut anschließen, dass die Formate oder was ich immer jetzt plane, sehr in diese Richtung gehen werden. Aber ich bin echt gespannt. Ich bin vor allem gespannt, wie sich dein, wie du auch in ja, ich habe es schon oft gesagt, Stichwort, aber Formate, weil ich versuche jetzt bestimmte Kategorien an Videos aufzuschlüsseln, die unterschiedlich gestaltet werden, wie sich das für dich entwickelt, so, also auch als Moderator so. Mhm. Dass du, ja, auch mit so einem Studiobereich, da haben wir ja auch schon angefangen, das kommt nämlich auch noch dazu, das hatten wir ja schon mal im Podcast auch besprochen, dass das auch kommen sollte, beziehungsweise schon in Arbeit gerade ist. Wie du dich dann fühlst im Vergleich zu vorherigen Videos, wo du einfach nur, ich dir gefolgt bin und du deinen Kram gemacht hast, wenn du halt so direkt so wie, wir reden jetzt nur mit euch so und machen hier jetzt Kram, so ein bisschen in Anführungszeichen wie so eine Fernsehproduktion. Mal gucken, wie weit ich mich, aus wird schon werden, denke ich, genau. Ja, aber also, ich hab Bock. Also, ich auch, total. Auf jeden Fall. Ja. Nee. Genau. Und halt. Freue mich auch drauf. Online-Shop halt auch ein bisschen mehr einbeziehen. Das ist, gerade weil es auch eine große, wir hatten es, als Daniel da war. Liebe Grüße an dich, falls du vielleicht auch mal beim Arbeiten mal mithörst. Vielleicht. dass auch wir den Online-Shop in Petunus auf Social Media oder YouTube speziell relativ außer Acht lassen und den aber auch ein bisschen mehr an Bord holen, damit wir wirklich mal als Unternehmen geschlossen auftreten. Und es ist ja auch ein sehr zukunftsweisender Weg, den du gehen möchtest als Inhaber, dass das einen sehr großen Impact auf, wie Petunus sich in 10 Jahren gestalten soll, hat. Und ich glaube, da müssen wir auch langsam mal anfangen, das in deiner Außenwahrnehmung, sprich eigentlich auch Social Media und Marketing halt sehr stark zu berücksichtigen und das mit dem Ladengeschäft über Social Media zum Beispiel halt zu kombinieren. Mhm. Also da, das sind auch so Überlegungen, die man dann hat. Jo. Ja, also wenn ihr Anregungen habt, was ihr euch gerne wünschen wollt. Ihr könnt natürlich auch gerne schreiben, ich hätte gerne 4 Uploads pro Monat, einen pro Woche oder so. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Aber irgendwie ein cooles Format oder was ihr euch immer mal gewünscht habt oder was irgendwie gut zu uns passen würde. Zum Beispiel eine Isa-Kolumne. Hätte ich mega Bock. Isa, wenn du das hörst, ey, ich hätte so Bock drauf, wenn du mir so 12 Geschichten von Markus machen würdest. Das wäre so geil. Dann lasst es mich sehr gerne wissen, weil, wie gesagt, aktuell bin ich noch in der Planungsphase und auch im Nachhinein noch was aufzunehmen ist nicht so schwierig, aber irgendwann komme ich jetzt erstmal an einen Punkt, wo es erstmal wieder alles fest ist und dann werde ich einfach nur abarbeiten und hoffentlich den besten Aquaristik-Content, Terroristik auch, YouTube Deutschland, oh, Dachregion, wir gehen auf Dachregion, wir gehen weiter, Österreich, Schweiz, willkommen, vornehmen werde. Genau, so viel erstmal dazu. Hast du irgendwas, was du zu der Thematik vielleicht noch mit besprechen oder teilen mit den Leuten würdest? Zur Umgestaltung auf Petunus, worauf du Bock hättest oder so, wenn wir immer dabei sind? Ja, nö, an sich hast du ja eigentlich alles gesagt. Wie gesagt, ich freue mich halt wirklich auf mehrere einzelne Formate. Mhm. Das finde ich halt wirklich auch toll, ne? Ja. Dass wir wirklich auch mal Sachen machen wollen, wie du vorhin sagtest. Weiß nicht, wie weit ich jetzt schon vorgreifen darf. Ein bisschen war es noch nicht genau, wie es aufgebaut ist. Nee, aber zum Beispiel Call-Check zum Beispiel. Das ist das ja, den Namen schon gesagt, aber gut. Vielleicht wird es vielleicht auch, auch ganz anders. Okay, ja genau. Ja. Ja, das sind halt so wirklich einzelne Formate. Weil dieses Format, ist, ich sag's dir, Markus, ich habe das voll. Wenn ich da falsch liege, dann ärgere ich mich wochenlang. Nee, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich glaube, das kommt gut an. Das denke ich auch, ja, und wie gesagt, auf diese einzelnen Formate an sich, da freue ich mich auch drauf. Mal gucken, wie ich mich drauf einstellen kann, aber ich denke, das wird ganz okay werden. Hm? Ich glaube, das Schönste für mich wird nach wie vor diese
normalen YouTube-Videos bleiben, ja, weil ich einfach tun lassen kann, was ich will. Ja, genau. Du rennst mir mit der Kamera hinterher. Ja, ja. Bei den anderen Geschichten, Produktvideos und so weiter, sollen ja auch kommen, dass wir mehr euch Informationen über bestimmte Produkte oder Neuheiten informieren oder genau, da muss ich natürlich dann, da werde ich wahrscheinlich teilweise auch mit Skript arbeiten, so ein bisschen. Ja, ja. Dass ich da auch nichts vergesse. Das war halt in der Vergangenheit immer so, dass wir das sehr schnell high live gemacht haben, ja, und dann teilweise auch Sachen vergessen haben, was mich oder uns dann im Nachhinein noch ärgert, ne? Wo uns dann auch Leute darauf hinweisen, warum habt ihr das, ne? Sowas soll halt natürlich bisschen vermieden werden in Zukunft. Ja. Deswegen werde ich da auch ein bisschen so mit Skript arbeiten dann. Also das ist übrigens ein sehr gutes Stichwort, das habe ich voll vergessen. Genau, zu diesen, dieses ein bisschen angefangen wieder in Produktvideos, die wir gemacht haben. Da war das tatsächlich mehrere Male so. Aaron ist menschlich und ich habe es extra schon so gemacht, dass wir das sehr als Ersteindruck halt aufnehmen, ja, damit wir eben nicht jetzt von jahrelanger Erfahrung der Produkte reden können und das auch ein bisschen realistischer ist, wenn wir mal irgendwas vergessen sollten. Aber natürlich wollen wir das halt so gut wie möglich, ja, für euch auch als Kaufempfehlung zum Beispiel rüberbringen. Genau, genau. Und das ist mal wieder bei dem Thema Zeitfaktor für mich. Es sind manchmal Fehler passiert, die von denen wusste ich nichts beim Schneiden, da habe ich nicht, da hat keiner von uns beiden dran gedacht, aber andere Sachen, die habe ich, weil wenn ich schneide zum Beispiel, dann schaue ich auch nochmal im Nachhinein, wenn mir irgendwas unklar ist, was du erzählt hast, nach. Also ich fact-checke manchmal noch Sachen, so, das kommt klar, sehr oft vor. Ist ja auch gut so, weil ich erzähle ja auch manchmal nicht richtig oder Unwahrheiten. Lobophilia. Corimbosa oder ja, was war's. Genau, richtig, ja, genau. Ja. Und das hat halt auch mal Zeit gefressen, dann nochmal sich im Nachhinein Lösungswege zu überlegen und das irgendwie einzublenden etc. Wenn ich einfach vorher schon weiß, was ist wichtig, was wird gesagt und was muss ich eh vorbereiten als Infografiken, was weiß ich, das wird so viel Zeit sparen, ey. Genau, das, ja. Zeit, die wir in andere Sachen investieren können, genau, in super neuen, tollen, informativen Content für euch. Genau, genau. Genau. Ja, nö, ansonsten ist ja eigentlich alles gesagt, denke ich, soweit. Also, ich denke schon. Also, ja, wie gesagt, gebt uns da gerne Feedback. Genau, also wie Nico schon sagte, wenn ihr irgendwie tolle Ideen habt, was wir machen könnten, wo ihr Bock drauf habt. Wobei, ich weiß jetzt schon wieder, was ihr schreiben werdet. Es wird mehr Kundenbesuche, Großprojekte. Ja. Und das sind alles Zeitfaktoren, die auch mit erst Markus zu tun haben, ohne dass es eine Kritik ist, sondern wirklich halt schwierig ist und natürlich auch was Cooles zu finden. Weil wir halt viel stationär hier. Ich verstehe das. Es macht natürlich Spaß, sowas zu schauen, ne? Irgendwo bei Kunden irgendwelche oder in Praxen irgendwelche Großprojekte sich. Das macht natürlich Spaß zu schauen. Aber es ist halt, das ist tatsächlich immer ein Zeitfaktor, ganz einfach, ne? Und du bist auch an einem unterhaltsamsten, wenn man dich einfach in irgendeine Umgebung setzt. Einfach laufen lässt. Und du einfach jetzt sagst, ich mach das jetzt hier fertig. So, das ist, ich finde ja, das persönlich selbst am unterhaltsamsten. Das stimmt. Aber dann müssen wir halt auch beide parallel immer Zeit finden, ne? Ja. Das ist halt immer schwierig, weil ich diese Geschichten auch meistens abends mache, nach Feierabend dann, ne? Da bist du auch nicht mehr da und das ist halt immer ein bisschen... Genau, genau. Ja, naja. Ja. Ja, aber sowas wird aber vielleicht kommen. Irgendwas anderes Cooles. Keine Ahnung, was wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben. Also, wäre schon geil, wenn jemand jetzt hier eine... ich warte ganz kurz, red gerne kurz weiter, weil ich würde nur mal ganz kurz meine Lampe hier umstellen. Es nervt mich die ganze Zeit für alle, die es jetzt sehen. Ja. Ich bin viel zu hell. Wie sehe ich denn aus? Hauptsache, Pauli ist im richtigen Licht. Das ist wichtig. Aber dich sieht ja gar keiner gerade. Ja, wie gesagt, von daher, wenn ihr da noch irgendwelche coolen Ideen habt, dann haut die unten rein in die Kommis, hätte ich fast gesagt. Na, bei YouTube geht das. Bei YouTube geht das tatsächlich, ja, genau. Ja. Oder gerne per Mail an die info@petronus.de. Ja. Also eventuell wird es demnächst auch eine Social-Media-Mail geben einfach. Kommt ihr dann auch teilweise direkt zu mir. Auch zum Rest vom Team, aber das ist dann so, wird dann meine Mail, mit der ich auch dann ja, vielleicht auch eine Firma, die das, ich weiß nicht, wie viel Firmen den Podcast gucken. Manchmal gucken Firmen YouTube-Videos für uns, das ist cool. Also, aber es sind de facto ja schon Firmen an mich reingetreten, die gefragt haben, inwieweit sie da Anteil haben können, ob sie Werbebanner einblenden können und so weiter und so fort. Werbebanner hat jemand gesagt? Das weiß ich zum Beispiel noch nicht. Doch, habe ich schon mal. Es ging da zwar mehr um den Shop an sich. Ach so, okay. Weiß nicht, ob ich das... Das sagt mir gerade wirklich gar nicht. Vielleicht habe ich es aber auch vergessen. Es kann wirklich sein. Ich sage jetzt mal nicht, welche Firma das... Nee, muss man auch nicht. Genau. Das geht aber es werden Firmen auf uns aufmerksam und fragen auch schon an. Also von daher, das finde ich auch ganz cool. Voll. Haben wir ja vorhin gehabt, aber da habe ich mir so vorgesträubt, weil ich eher so dieses nur Werbung für Petronus machen... Ja, weil es immer so dieses Gefühl manchmal vermittelt, so, die sind doch jetzt gekauft oder so. Ja, genau, das ist halt immer so ein bisschen... Und das verstehe ich auch. Und es macht doch mehr...
Anführungszeichen mehr Arbeit, weil dann musst du wieder gucken, wie pflegen wir das zum Beispiel ordentlich in die Buchhaltung von dir ein. Das ist wirklich ein großes Thema, liebes Finanzamt, wenn ich zuhöre. Natürlich vollkommen richtig. Wie wirkt das dann für euch wiederum? Wie machen wir das? Wie bauen wir das ordentlich ein, dass es auch nicht störend ist und trotzdem für die Leute, die was schalten wollen, halt cool ist. Alle so Fragen, die geklärt werden müssen, für die halt keine Zeit da war. Aber das soll ja kommen, dass eben dafür Zeit da ist, damit das alles hier geil wächst und wir halt richtig coolen Content machen können. Ja, genau. Ich muss auch übrigens sagen, weil ich vorhin kurz gesagt habe, ja, das ist ja nun mal kein Channel von mir und Markus und ich deshalb halt auch jetzt nicht nach Möglichkeit nicht nochmal was nach meiner Arbeitszeit machen möchte für Petronus. Manchmal habe ich, als ich mir das überlegt habe, es wäre eigentlich auch voll geil, wir hätten das wirklich auch wie Aquadicted so privat gemacht. Wir würden das jetzt irgendwo in einen Aquarienraum, also ich sag's ja ab und zu, ich habe manchmal so eine Hassliebe zu Aquaristik, weil ich mich moralisch damit doch schwerer tue als vielleicht andere Leute, was keine Kritik an diesen Leuten sein soll, aber nur für mich ist es immer so eine, manchmal sage ich Hassliebe oder zumindest so eine, also einen faden Beigeschmack manchmal Aquaristik, weil ich viele Sachen persönlich sehe, die ich nicht so geil finde. Aber zwischen uns beiden, wir holen so einen Fischraum und wir machen da so, was wir wollen. Und ich kann allen Scheiß von dir lernen und danach machen wir zusammen irgendwelchen geilen neuen Scheiß. Finde ich voll geil. Hätte ich übelst Bock drauf. Ja, das stimmt. Das wäre echt eine coole Sache. Das wäre geil. Wo kriegen wir jetzt so einen blöden Fischraum her? Ja. Wir fahren hier noch einen Keller dran und dann machen wir uns so einen coolen Fischraum rein. Oder so Korallenzuchtanlagen und sowas. Und dann kann man da einfach nur so nerdig sein Hobby ausleben. Vielleicht haben wir ja auch irgendwann noch, wir haben ja jetzt unser Lager noch oben im ersten Geschoss, aber wenn wir vielleicht mal noch irgendwo eine kleine Halle haben, was ja oben oben, ne, wo dann so war, dann ist ja oben der Raum komplett frei. Dann hätten wir ja noch mal 30 Quadratmeter, die man nutzen könnte dann eventuell für solche Sachen. Aber müssten wir dann nicht tatsächlich auch ein bisschen was da oben lassen, weil wir vor Ort noch was haben müssten? Meinst du, alles reicht im Laden? Ja, das hatten wir ja vorher auch nicht als Lager und es hat ja auch funktioniert. Ah, okay, na gut. Weil vorher war es ja Büro und es hat ja auch super funktioniert. Ja. Also ich denke schon, dass das gehen würde. Und dann könnte man das da oben so ein bisschen dafür nutzen. Das wäre schon ganz cool. Ja, es ist halt sauwarm da oben. Ja, normal halt. Wie normal hier unten auch. Halt. Ja, im Sommer wird es ein bisschen wärmer, aber ansonsten alles cool. Wasser, Abwasser, alles oben. Alles gut. Könnte man direkt nutzen. Haben wir Wasseranschluss da oben? Wasser, Abwasser ist alles da oben. Geil. Ja. Könnten wir das umsetzen tatsächlich mit dem Hobbyraum. Und dann, das stimmt. Das wäre schon cool. Aber da müssen wir erstmal irgendwo was hinten, wo wir die ganze Ware, die jetzt da oben steht, irgendwo unterkriegen können. Ja, unendlich Content, ey. Oder machen da halt irgendwie so einen YouTube-Bereich nochmal oder sowas. Halt, was oder das so, das kann man ja vielleicht auch ein bisschen kombinieren. Genau. Ne? Ja. Genau. Ja. Mal gucken. Okay, das klingt, das ist eine coole Idee irgendwie. Ja, finde ich auch eigentlich, für meine lustige Parallelwelt, in der das passiert wäre, hätte ich auch lustig gefunden. Ich wüsste nicht, wie wir dann heißen würden, so. Wie wir unsere Aquaristik heißt. Wir heißen Aquaristik süchtig. Wir machen einfach nichts auf Deutsch. Ja. Coolio. Ich denke auch, dann haben wir es für heute, glaube ich. Sind wir erstmal so weit durch. Das, was wir besprechen wollten, haben wir euch jetzt vermittelt. Das war so knapp bei 2 Stunden tatsächlich. Aber immerhin keine 3 Stunden. Wir hatten gesagt im Vorfeld heute, wir wollen es nicht ganz so lange machen heute. Ich habe auch zu all den Konzepten, die ich bisher habe, schon so Zeitstränge reingemacht, also wie lange die jeweiligen Videoformate gehen sollen. Ich bin sehr gespannt in der Realität, auf wie viele Minuten dann auch tatsächlich klappt, genau. Ja, Nico, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns von unseren Zuschauern und Hörern. Vielen lieben Dank wieder mal fürs Zuschauen, Zuhören, was auch immer, wobei auch immer. Ab auf der langen Autofahrt in den Urlaub. ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen Einblick bekommen auf das, was in Zukunft auf euch uns oder euch zukommt. Genau, und ich hoffe, ihr fiebert genauso mit uns mit wie wir auch. Ich bin gespannt, ich will noch nichts versprechen, also wir schauen, wie das ich bin auch gespannt, also wir lassen uns überraschen. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch für heute. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Ist das dann eigentlich? Welche haben wir heute? Ich habe mir gedacht. Die 10. Heute haben wir die 10. Ja, die 10. Ist ein kleines Jubiläum. Kleines Jubiläum. Quasi in 2 haben wir ein ganzes Jahr Podcast geschafft. Ja, stimmt. Ja. Ja, genau. Weil das eigentlich nicht ganz aufgeht. Wir haben im Juni angefangen. Ja. Doch, klar, kommt irgendwann hin, ne? Genau. Hin. Ja, genau. Cool. Ja, also wie gesagt, danke und kommt gut durch den April. Jawohl. Wir hören uns hier Ende April wieder.
und sehen uns leider noch nicht im April, wahrscheinlich erst im Mai, pünktlich zur Interzoo. Schreibt uns auch gern Interzoo noch zu guter Letzt. Interzoo, stimmt, wenn ihr da irgendwas wünscht, und habe letztes Mal schon angeschnitten, was wir da besuchen sollen, was wir uns angucken wollen, um euch so ein bisschen mitzunehmen. Schreibt uns das gerne. Wir versuchen es, da Möglichkeit zu realisieren. Und ansonsten, ja, bleibt tierisch entspannt. Genau. Und gut, dass du es sagst. Genau. Das wollten wir etwas mehr einbringen, dieses tierisch entspannt. Ja. Genau. Also, vielen lieben Dank und wir sehen oder hören uns zum nächsten Podcast. Bis dahin, ihr Lieben. Bye, bye.